Jederzeit. Okay. Gut. Dann legen wir los. Na, warte. Herzlich willkommen zur 94. Ausgabe des Techtelmechtel-Podcasts. Wie immer an den Mikrofonen der Alexander Hallo. und der Clemens. Hallo. Hallo, Wir melden hallo, uns hallo. zurück im neuen Rhythmus, der hoffentlich gut angenommen wird. Schauen Schauen wir mal. Und heute wir ist der 4. November 2024 und wir haben wieder ganz viele Themen mitgebracht. mal. Wie die Zeit vergeht. Ja, wirklich. Aber warum sollte. Nein, es ist nicht der 4. November, oder? Oder ist der vierte? Ah, es stimmt, ist der vierte. Es Ja, ist war der ja vierte. Wochenende. War ja gerade Wochenende. Passt. Eben. Ja, nein, ich habe mir jetzt gleich gedacht, ist noch Sonntag? Ah, na. Ja. Ja, wenn das ist die Tage, Man das kann, ist, im Alter wirken alle das hat Tage keine gleich. Relevanz Es mehr. hat keine Relevanz mehr. Es ist einfach immer irgendwas, gell? Du, das ist aber wirklich so. Es ist mir echt jetzt einmal so gegangen, ich bin irgendwann zum Supermarkt gegangen und habe mir gedacht, warum seien denn da heute so viel Leid? Ich check das nicht. Das macht ja null Sinn. Und dann bin ich draufgekommen, ah, es ist ein Feiertag. Am nächsten Tag. Ah, okay. Und da hab ich nachher gedacht, ah, okay, das erklärt, warum da so viel Leid sein. Ja, mir ist das da vor ein paar Tagen am 1. November gegangen bei Allerheiligen. Das war Freitag und ich war die ganze Zeit so, morgen ist Sonntag, wir müssen heute noch schnell einkaufen gehen, ist nicht gestern. Das ist natürlich blöde Überlegung auf einem Feiertag, wo da bei uns in der Provinz natürlich kein einziges Geschäft offen hat. Ja. Du bist darauf hingewiesen worden. Ja, mir ist es dann im Zuge der Überlegung immer wieder eingefallen, aber trotzdem habe ich immer Ja, gedacht, ich meine. hab ich mich immer komplett im falschen Tag verortet. Na, weißt du was, bei mir ist das Hauptproblem daran, da ich bin ja nicht so an Wochentage gebunden von meiner Arbeit her irgendwie. Ja. Und jetzt ist es so, du verlierst ja irgendwann komplett das Gefühl, wann Feiertag ist, wann nicht. Ja, okay. Weil Okay, du hast ja, ja. ich habe ja kein Bezug. Das Das verstehe ich Einzige, schon. was mich daran erinnert, ist von meinem Google-Firmenprofil, dass sie mich fragen, ob ich da die gleichen Öffnungszeiten habe von dem Ach so. Tag. Das ist die Erinnerung, die ich kriege. Ah, okay. Ja gut, verstehe. Ja gut. Also, und deshalb, es ist schwierig. Und da stehst du und denkst da, was ist denn heute? Stimmt, ja. Ja, okay, ja. Weil natürlich, ich checke ja nie zum Beispiel, wann Schulferien oder sowas sein, natürlich, weil ich nicht hingehe und keine Kinder habe, die da hingehen. Weiß ich natürlich nicht. Und dann denke ich mir immer so, ah, da fängt die Schule an oder da fahren halt viel wieder zurück, wo sie hin müssen. Ja, ich glaub, das wird bei mir eh so sein. Sobald meine Kids im schulreifen Alter sein, hat man gleich wieder ganz ein anderes Verständnis für Schultage und Feiertage. Weil dann merkt man es. Das wärst wahrscheinlich schon beim Kindergarten merken. Und beim Kindergarten. Oh, ja, stimmt. Allerdings, ja, genau, beim Kindergarten. Wobei bei uns der Kindergarten sich zwar an die Feiertag natürlich geschlossen hat und in den Ferien auch, aber zum Beispiel in den Sommerferien bis Anfang August geöffnet hat. Also das, aber ja, wird schwierig. Mit der Schule wird es dann nochmal interessanter. Diese Ja, über witzig, ich meine, mittlerweile, was es ja nicht mehr gibt, sind diese schulautonomen Tage. Dafür gibt es jetzt Herbstferien, oder? Genau, ja. Das heißt, dann gibt es nicht mehr unterschiedliche freie Tage für unterschiedliche Schulen, Kinder. ja. Ja, und Kinder. Ja, ich glaube, das mit den schulautonomen Tagen, das hat sie, also die Schulen haben noch, aber nur noch ganz einen kleinen Pool von schulautonomen Echt? Tagen. Sind das jetzt nicht einfach generell die Herbstferien waren? Der größte Teil davon ist Herbstferien waren, aber ich glaube, so ein, zwei Tage sind nachher noch, glaube ich, sowas in der Richtung, wenn es mich nicht ganz täuscht. Aber lieber wäre es mir, wenn alles Herbstferien ist. Ich
Also ich glaube, es ist sogar so. Ja. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich war zu der Zeit schon aus der Schule draußen. Also ich bin ja noch im Gymnasium gegangen, wo noch Samstagsunterricht war. Gut, wenn du jetzt nur das, wenn du das noch miterlebt hättest, wärst du lange in der Schule gewesen. Ja. Aber wie gesagt, ich habe noch das miterlebt, wo Samstagsunterricht war bis 11:30. Und was auch witzig ist, auf der Uni ist da das auch ziemlich wurscht, weil die Ferien sowieso immer länger sein. Ja, auf der Uni ist sowieso alles wurscht, weil da tut man eh nur Zeit verplempern und nichts Sinnvolles. Man, sagen wir so, ich würde jetzt gerne eine These dazu bringen, wäre aber teilweise schwer. Wieso? Na, also das eine Gegenthese dazu. Dass man auf der Uni was macht? Ja, man tut schon was. Ja, du hast was aus dir gemacht, aber andere Menschen nicht zum Beispiel. Naja, ich meine, dafür kann ja die Uni nichts. Ich würde jetzt in der Uni die Schuld geben. Ja, dann ist okay. Dann ist okay. Wenn du sagst, du gehst selber hin und tue nichts, ja passt, ist ja voll okay. Dann ist okay, ja. Ja, ja, ich bin ein schlechtes Beispiel. Ich habe nämlich genau gar nichts gemacht auf der Uni. Naja, du hast wie viele Semester JUS studiert? Vier? Drei? Drei bis vier? Sowas? Vor allem JUS ist auch irgendwie, ich weiß nicht, das ist in einer Hinsicht komisch, weil du musst ja relativ viel lernen da haben. Ja. Also das heißt, du hast ja eigentlich auch kaum einen Anreiz, da hinzugehen. Ja. Weil es hilft dir nichts, wenn du Strafrechtsprüfung hast, musst du Strafrecht lernen. Ja, sicher. Und da kommst du nicht aus, also was willst du denn tun? Ja, mein Problem mit dem Jus-Studium war einfach... Es war nicht deins. Ja, korrekt. Und ich bin kein Lerntyp. Also ich kann nicht aus, ich bin kein Auswendiglerner. Und vor allem, wenn ich zu etwas... Jus ist nichts, was auf Logik aufbaut. Sagen wir so, da gibt es die Gesetze, die sind da. Da gibt es die genau, Art, da gibt's eine eigene Logik. Da gibt es die Art und Weise, wie man damit umgeht, wie man das analysiert, wie man schaut, welches Gesetz kommt da zum Zug, bla bla bla. Und wie man es auslegen ja, kann. Ja, genau. Aber es hat nichts mit, es ist nichts so wie Mathe, wo man, wenn man einmal diesen Weg versteht, man das auf andere Sachen umlegen kann. Das gibt es dann. Ja. Ja. Ich meine, du hast das ja selber ausgesucht. Ja, ich habe es selber ausgesucht, weil ich mir gedacht habe, ja, schauen wir mal. Aber zum Glück habe ich es nicht getan. Sonst hätte ich wahrscheinlich jetzt einen langweiligen Beruf. Natürlich mit einem satten Gehalt, aber einen langweiligen Beruf. Ja, und wenn es an jemand Spaß macht, glaube ich, ist es wahrscheinlich eher ein cooler Job. Aber ich glaube, mir wird es nicht Spaß machen. Dann, ich meine, dann bist du falsch. Also, ja, es müsste halt Spaß machen. Natürlich. Das habe ich ja dann gemerkt. Zwar, ja, zwar spät, aber irgendwann. Wenn du noch zwei Semester merkst, das geht ja. Ja, was bei mir ja anders war, weil es ja berufsbegleitend war. Ich habe mal für die Semester, also im Endeffekt, ich habe mir länger Zeit lassen können. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, es waren drei Semester, wo ich durchgezogen habe. Also zwei Jahre, so grob. Ja. Naja, drei Semester eingeschrieben oder hast du ja wirklich was gemacht? Drei Semester eingeschrieben. Also gemacht hast du nicht. Achso, wohl gemacht, sicher. Wohl, Prüfungen abgelegt und so weiter. Ja, klar. Und achso, ja, dann warst du ja sogar aktiver Student. Einmal. Und Vorlesungen geschaut. Ja, natürlich, sowieso. Gut. Dann bist du ja gar nicht so schlimm. Kommen wir zu dem, was mich mehr interessiert und was vielleicht irgendwann in einem anderen Leben hätte studieren sollen. Also irgendwas mit Wissenschaft. Und jetzt rede ich nicht von Rechtswissenschaft. Das ist keine Wissenschaft. Sondern Theologie. Genau. Nein. Und ich bringe das bei den News statt bei den Lesepicks, weil es ist zwar Wissenschaft, aber es ist trotzdem auch irgendwie News. Hast du mitgekriegt? Und nein. Die Herleitung, auf das muss man erstmal kommen. Der erste Lockdown, wir erinnern uns zurück, das war März, April, Mai 2020. Sowas, gell? Der erste Lockdown hat Auswirkungen gehabt auf die Temperatur auf der Mondoberfläche. Und jetzt darfst du raten, warum. Schau das Paper nicht an. Puh, ich hab den Link nicht offen. Okay. Boah, gute Frage. Wahrscheinlich, weil... Kannst du mal einen Tipp geben? Ist er gesunken oder gestiegen? Die Temperatur ist gesunken. Wahrscheinlich,
weil durch die CO2-Reduzierung dadurch weniger Sonnenlicht reflektiert worden ist. Genau. Ja. Also, dadurch, dass mit dem ersten Lockdown weltweit der komplette Flugverkehr eingestellt worden ist, war unsere Atmosphäre sauberer und das Sonnenlicht hat eigentlich die Erde erreicht und die Erde hat natürlich wieder etwas reflektiert. Allerdings, wenn die Atmosphäre ein bisschen dreckiger ist, also du hast Aerosole in der Luft und ich weiß nicht, CO2 gehört das zu den Aerosolen, das kann ich jetzt nicht sagen, aber die Atmosphäre ist natürlich etwas diesiger und dreckiger, dann wird Sonnenlicht der Atmosphäre stärker reflektiert und auf die Nachtseite des Mondes, und jetzt, ich rede jetzt von der Nachtseite, nicht von der Rückseite des Mondes, gell, sondern die Nachtseite des Mondes. Das heißt, wenn der Mond bei uns nur als so als Sichel sichtbar ist, aufnehmen oder abnehmen der Mond, ist ja der restliche Mond ja wohl da, den sieht man auch so als dünnen, als so als, also wenn man eine Mondsichel sieht, sieht man meistens auch den Mond und der ist zwar etwas heller als der Weltraum, als der Hintergrund, aber er ist halt eine recht dunkle Scheibe, also dunkelgrau, kannst du sagen. Das ist die Nachtseite, da scheint auf dem Mond keine Sonne. Und die reflektierte Strahlung, also die weniger reflektierte Strahlung, hat dazu geführt, dass die Mo Temperatur auf der Mondoberfläche messbar kühler geworden ist. Das muss man sich. Erstens einmal Hammer, dass man auf sowas drauf gibt. Zweitens, geil, wie man die Verknüpfung zusammenbringt. Und drittens, dass die Kleinigkeit auf der Erde, nämlich keine Naja, Flugzeuge, Kleinigkeit. Kleinigkeit nicht, aber dass das, dass das eine Auswirkung auf einen Himmelskörper hat, der mehrere hunderttausend Kilometer Naja, entfernt ist. ja. Na, es ist ja das, ich glaube, Flugzeuge fliegen in so einer Höhe, die relativ blöd für das ist, wo die Emissionen hinkämen. Genau, ja. Ich weiß zwar nicht, wie die Schicht heißt, aber die hat irgendeinen eigenen Namen. Und deshalb kann ich, aber ich kann es jetzt nicht, ich kann es nicht wissenschaftlich erklären. Ja, aber das ist, und genau das ist ja der Punkt, weil die Atmosphäre, die obere Schichten der Atmosphäre, ein bisschen mit Aerosolen dreckig zu machen, ist es so der technische Trick, um möglicherweise den Klimawandel abzuwenden. Gut, Ja, ich man glaube es nicht, lässt aber einfach weniger Sonne durch. okay. Das wäre quasi Geoengineering Ja, das in ist eine dem gute großen Idee. Sinn, aber Das kommt sicher von Elon Musk, oder? na, FDP-Politikern, glaube Das ist immer eine gute na, Idee. es Die ist. wissen, wie man einen Abgrund fährt. Na, das ist generelle Überlegung, die auch wissenschaftlich schon erforscht ist. Die Langzeitauswirkungen kann man natürlich Haben wir das nicht erst einmal schon in das nicht abschätzen. Ich glaube, wir haben in das der sogar schon einmal Sendung, besprochen, ja. na, wo jemand quasi so einen Ort wie der Mr. Burns so einen Schirm Ah macht ja, durch so das haben einen wir auch schon einmal Überfall? gehabt, ja, genau. Wollen wir denken, ja, gute Idee. Also ich sehe schon, wenn das nach wie vor, wenn das so gehackt wird, dann wird das immer über Amerika sein als Beispiel. Ja, genau. Also lustig. Also, ja, das war mein erster Newspeak, die Mondkühle. Ja, okay. Also, ich habe jetzt gleich zwei, weil ich habe einen sehr, sehr langen. Und zwar, Qualcomm hat ja seine Entwicklerkonferenz gehabt. Ja. Und die haben da relativ viel vorgestellt. Also, ich hoffe jetzt, dass ich nicht irgendwas vergiss, weil das war wirklich viel. Fangen wir mal damit an. Und zwar, ich habe mir da jetzt als Hilfestellung. Gibt es da so eine Kurzzusammenfassung in so 11 Minuten? Also, Qualcomm hat einmal einerseits den Snapdragon 8 Elite vorgestellt, was natürlich halt wieder der nächste Prozessor für Smartphone ist. Dann hat Xiaomi auch sozusagen natürlich diesen Prozessor beworben. Dann ist sie natürlich darauf eingegangen, wie sehr die GPU-Leistung davon gestiegen ist. Also das soll anscheinend beachtlich sein. Also das soll auch eigentlich jetzt dann auf Apple-Niveau sein. Dann warten wir dann ab, wenn die richtigen Benchmarks kommen. Ja.
Dann, was jetzt fast schon ein AI-Pick wäre, die NPU ist noch einmal um 45% leistungsstärker, was bei Qualcomm schon nicht schlecht ist, weil die kennen das nämlich ganz gut. Dann war es super cool, die haben da so den Qualcomm AI Assistant vorgestellt, auch, was der dann kann auf seinem Test-Smartphone von Zenon. Dann die Qualcomm Smart Glasses. Ups. Also Ja. da haben sie dann eben auch, warte mal, da gibt es was ganz was Cooles. Da haben sie nämlich, wo haben sie denn das gezeigt? Ah, ich sehe das Warte gerade, da mal. kannst du eine Rechnung abfotografieren und er analysiert dir gleich und berechnet dir gleich das Trinkgeld, bla bla. Genau. Und das war, glaube ich, war das jetzt die, war das die Meta Raven oder war das jetzt von Qualcomm, ich weiß es nicht. Wo man dann auch wirklich, wo auch blinde Leute damit quasi einen Mords-Benefit haben, weil sie dadurch halt die Umgebung erlebbarer haben. Weil natürlich der KI-Assistent kann dann das machen, was du vielleicht zum Beispiel beim Fernsehprogramm kennst, wenn du die auf den Zweikanal wechselst, Ja. dass du quasi die Szenerie beschrieben bekommst. Ja, auch die Das geht dann, Deskription, ja, ja okay. genau, das kriegst du dann quasi live, wo du gerade bist. Da haben, was war das? Dann haben sie, warte, das muss ich, was war das? Dann war noch, warte mal, dann war noch, dann natürlich AI Pet Photography, wo da quasi deine Hundefotos verbessert werden. Okay, ja gut, das ist Das ist jetzt auch ganz wichtig. das ist so ein Dann, Gimmick, was ich jetzt nicht unbedingt brauche, ja. was cool ist, für Blender NPU Rendering. Was für Blender? Ja. Okay. Und auch für Affinity Photo. In welchem Artikel ist das jetzt drin? Jetzt. Das ist im Video, ich fasse gleich da, Ah, ich okay, hab's das mal ist leider das Video, das. okay. Dann für Audio natürlich auch was. Das war dann halt auch über die NPU. Und dann natürlich neue Prozessoren für die ganzen Augmented Reality Headsets. Und dann noch, das ist jetzt in die anderen Artikel drinnen, natürlich kämen diese Prozessoren von Qualcomm auch in Autos vor. Also Mercedes-Benz wird der verwenden in Zukunft und verwendet auch Snapdragon Cockpit Elite und Ride Elite Tech. Also das sind diese Plattformen, also das ist eigentlich, du kannst bei Qualcomm eine komplette Plattform kaufen, Ja. wo die ganzen Assistenten und das alles drin ist. Ja, und das wird wahrscheinlich dann nicht nur der Prozessor sein, sondern auch Genau, ist ein die komplett, du kaufst ein Ports für die System. Kameras, für die Du, genau, du Sensoren kaufst und allem alles. drum und dran. Okay. Das war übrigens auch der Grund, warum Xiaomi, da habe ich es dann auch gecheckt, warum Xiaomi das Auto aus dem Nix hat vorstellen können, weil da alles von Qualcomm die Sachen drin sind. Ah, oh. Ah, okay, die haben sich. Ja, sie haben, Xiaomi hat sich eher am Markt bedient, wo es die fertigen Elemente gibt. Und das wäre zum Genau, Beispiel eins davon, ja. weil sonst musst du über, das wäre ja sonst relativ kompliziert, so ein adaptiver Tempomat ist ja nicht ganz einfach. Der Na. muss ja relativ viel schon können Genau, eigentlich. ja. Und deshalb, und das ist da alles quasi da drinnen. Okay. Warte mal, sie haben das glaube ich da. Und natürlich kommt dann eine KI ins Auto dadurch. Ja, okay, gut, über den. Ja, klar, das Auto kriegt natürlich mit den neuen Prozessoren auch NPU. Ja, natürlich. Aber was soll die KI machen, wenn es jetzt nur Voice Assistant ist, dann ist es ja okay, solange sich den nicht wirklich in mein. Gut, die Assistenten mischen sich eh in die Art und Weise ein, wie man fährt. Sprich. Geradeaus fahren oder Schlinker, Schlendern, Schlinkern, ja. Ja, es geht da jetzt hauptsächlich darum, um Sprachassistent, Ja. Kamera, Kartenerlebnis und Echtzeit-Updates. Ja, okay. Ja, Und gut. das natürlich. Echtzeit-Updates von Verkehr und Ja, Verkehrsaufkommen ja, ja. ist schon gut, ja, klar. Dann natürlich noch das, glaube ich, das Snapdragon Ride Elite ist dann auch noch, dass du für niedrige Latenzzeiten bei optimaler Energie- und Leistungsausnutzung.
Und die ganzen Sachen halt, ich meine, was dann beim E-Auto natürlich wieder wichtiger wird. Was vor allem mal nicht schlecht ist, glaube ich, wenn da wirklich so Qualcomm CPUs oder das sind eigentlich eh schon, wie nennt man das jetzt? Das ist ja nicht einmal eine APU, wenn es eine NPU hat, das ist ja dann schon Das ist ein SoC, oder? System on a Chip. ja. Eigentlich ist es ein komplettes System. Ja, genau, das ist ein SoC. Und dann haben die Autos wenigstens einmal genug Leistung. Ja. Ja, die meiste Das Leistung braucht man eh fürs Entertainment-System, oder? ja, ich meine, das wäre halt super, wenn das, weil das muss halt echt eigentlich so, sollte ja 10 Jahre funktionsfähig bleiben. Ja. Sagen wir so, sollte mit einem Qualcomm-Chip, der modern ist, eigentlich gewährleistet sein. Ja gut, wenn man softwareseitig solche Systeme baut und die Software nicht schlechter wird, sollten sich solche Systeme auch in 10 Jahren gleich benutzen lassen wie jetzt. Vom Geschwindigkeitsergebnis her, weil ein Prozessor wird ja nicht langsamer. Ein Prozessor wird ja nie langsamer. Es ist nur das System, was träger wird. Da sind ja nachher die Softwareentwickler von den Automobilkonzernen aufgefordert, ihre Software nicht schlechter zu machen. Nein, nein, eh, aber es kommt ja immer mehr dazu. Dann Um das geht's, das geht's, ja. kommen mehr Features dazu und ja, das ist halt. Da muss man halt als Konzern und Autokonzern ist dann heutzutage nichts anderes mehr wie als auch ein Softwarekonzern, der Autos verkauft. Da muss man halt auch ein bisschen dafür sorgen, dass man nicht für jede Baureihe immer alle Features ausrollt, sondern nur die, was notwendig sind, Ja, updatet. deshalb. Genau, Und ja. da glaube ich, ist Qualcomm dann wahrscheinlich besser aufgestellt. Ja, Qualcomm, aber Mercedes darf halt nachher nicht Software Naja, ausliefern aber es wie. basiert ja alles auf Qualcomm. Ja, Also das da heißt, sie die kaufen ja das Prozessoren schon, ja, System, sie genau. kaufen ja Systeme ein. Ja, aber die Software nicht. Das meine ich. Sie kaufen auch das Cockpit Elite. Das heißt, eigentlich kaufst du dann schon das auch. Was ist das Cockpit? Ist das Cockpit Elite eine Softwareumgebung oder wie? Das Samsung Cockpit Elite ist eigentlich Snapdragon Cockpit. Snapdragon, ja, so Samsung. das ist eigentlich das komplette das komplette Dashboard, Ah, okay. was du da siehst. Das heißt, du kaufst ja da eigentlich dann warte mal, sie haben es eh auf der Website abgeschrieben. Da ist dann die Auto Connectivity drin, das Cockpit, das Ride und das Car-to-Cloud. Ah, okay. Das heißt, eigentlich, so wie ich das jetzt verstehen würde, wäre das so, ich meine, es kann jetzt auch sein, dass sie komplett falsch liegt, ist es dann eigentlich so, du kaufst das System zu und kannst da vielleicht nur dein eigenes Skin drüber legen. Was ja an und für sich ja schon einmal eine coole Sache wäre, ja, okay. So würde ich das jetzt verstehen, dass man wirklich sagt, okay, du kaufst das System, weil du es nicht selber machen willst. Woran man ja auch sieht, woran ja auch VW scheitert. Ja. Das ist halt nicht so einfach. Okay. Interessant. Vor allem, ich weiß bis heute nicht, welchen Chip VW für ihre Autos verwendet, für die Board, also für das Entertainment. Es kann halt nie irgendwas Leistungsfähiges sein, weil selbst bei einem 5 Jahre alten Auto merkst du an, dass das System einfach so träge ist. Träge ist ja genau. Das merkt man extrem bei den VW-Autos. Ja, Es merkst du bei eigentlich, also mittlerweile geht's ja, aber vielleicht nimmst du einen früher. Raspberry Pi. Ich glaube, das wäre ja, man. Aber da war es B-Modell. Ja. Ja, vielleicht ein Pico, der kleine. Ja, reicht ja. Dafür kostet dieses Upgrade beim Entertainment nur 3000 Euro. Ja, weil sie nachher an keine Ahnung, a Banana Pie verwenden oder sowas. Okay. Das Interessant. heißt, wir können uns auf viel Neues von Qualcomm freuen in dem Jahr. Ich bin nachher gespannt, wie sich das nachher mit ARM und Qualcomm entwickelt, weil ARM hat Ach ja so, du meinst die der. Lizenz gecancelt. Ja, ich glaube, das war wegen den Nuvia, was sie gekauft haben. Genau. Und Qualcomm ARM darf wollte. eigentlich keine Desktop-PCs bauen oder Notebooks.
Also keine Prozessoren Ja, für Desktops und sag Notebooks. ARM. Und Qualcomm sagt aber ja, aber das ist eigentlich mit seiner anderen Lizenz schon abgegolten, weil jetzt müssen es quasi doppelt zahlen. Genau, ja. Ja, vermutlich wird es so ausgehen, sie werden sich vom Gerichtstermin auf irgendwas einigen. Natürlich, natürlich. ARM wird mehr Geld kriegen und Qualcomm wird halt auch irgendwas kriegen, damit sie glücklich sein. Ja. Aber da sieht man halt wieder, wo das Problem ist, wenn sowas bei einer Firma gebündelt ist. Ja. Ist das is ARM Know-how. Aber andererseits, es hätte die, und wenn es jetzt anders gewesen wäre und wenn sie das auf x86-Plattform aufgebaut hätten, hätte es die da auch treffen können, weil da ist Intel, na, IBM der Lizenzgeber, glaube ich. Na, Intel Nein, und IBM, glaube ich. Aber da sind wir wieder dabei, eigentlich wäre sowas gut, wenn man da ist, wie du immer gesagt hast, Risk-Free oder Risk-Wii oder Risk-V. Ja, genau, ja. Wenn das dann quasi Open Source ist. Ja, genau, offene Plattform verwendet, ja. Auf das wird es irgendwann eher auslaufen, das wissen wir eh. Weil ARM kann ja eigentlich tun und lassen, was sie wollen. Weil sie haben Verträge, die müssen sie erfüllen, aber am Ende des Vertrages können sie die Preise erhöhen. Punkt. Gut, ich glaube, was bei der Sache nämlich witzig ist, ich glaube sogar, dass ARM nicht einmal Interesse an einem Gerichtsprozess hat, weil wenn es ein Urteil gibt, dass sie marktrelevant sein und Zugang gewähren müssen, dann kann das für sie ja durchaus auch schlecht ausgehen. Ja, das würde nämlich sowas wie eine Zerschlagung oder sowas nach sich ziehen. Ja, und, na, oder sie sagen, sie müssen Leid an fairen Zugang zu der Technologie ermöglichen. Ja. Und ich bin mir dann auch sicher, dass dann auch Apple an die Tür nochmal klopfen wird und sagt, wir zahlen nicht mehr so viel. Ja, genau. Also ich glaube, dass ARM das nicht will. Ja, ich glaube, ja, die könnten sich. Die könnten sich da durchaus ins eigene Deshalb Fleisch wäre es wahrscheinlich für beide Seiten dann, dass sie sagen so, ja, machen wir es nicht so. Ja. Ja. Und vor allem, ich glaube nicht, dass mal Microsoft hat da auch kein Interesse dran. Also jetzt haben sie das erste Mal funktionierende ARM-Prozessoren. Ich glaube nicht, dass die großes Interesse dran haben. Ja, stimmt. Weil das wäre für die ja relativ blöd. Also ja, aber natürlich, schauen wir mal, was rauskommt. Allerdings glaube ich nicht, dass das so heiß gegessen wie gekocht wird. Wie immer oder wie oft? Ja, man kann ich mir jetzt so vorstellen. Gut, dann habe ich jetzt zwei Themen noch in den News, die sind alle Apple-spezifisch, aber kann man ja durchaus mal anbringen. Offensichtlich gibt es Pläne von Apple, Spiele. Sie versuchen es ja immer wieder. Sie werden nicht müde zu betonen, dass iOS und macOS auch fürs Gaming geeignet ist. Okay, iOS für die ganzen Apps, für die Spiele möge das ja vielleicht sogar gelten für sie, für solche Candy Crush und Whatever Games oder irgendwelche komischen Gacha Games, keine Ahnung. Aber offensichtlich sieht Apple jetzt auch mit diesen ganzen Verwicklungen, die man so mit Epic und so weiter hat, sieht Apple offensichtlich durchaus den Bedarf dafür, einen eigenen App Store anzubieten, den es nur Spiele gibt. Mhm. Ich persönlich würde das schon einmal gut finden, weil das wäre etwas, was ich nicht installiere oder das ich entfernen oder ausblenden würde. Und die Suche im normalen App Store wird nachher viel angenehmer, weil es mir nicht die ganze Zeit Spiele vorzeigt, wenn ich irgendeine App suche. Trotzdem, interessante Idee. Sie wollen ja das iPhone immer mehr so als Gaming-Gerät positionieren, klar, im Vergleich zu so Switch-like. Wie gesagt, die junge nachkommende Generation, also die aktuellen 8- bis 16-jährigen Teens zum Beispiel, die kommen ja mit Touchscreen und Spiele ganz gut zurecht. Ich, ob schon meiner erstens Wurstfinger und zweitens der fehlenden
Feinfühligkeit. Das du meinst da? Deine Fummelstummel. Fummelstummel. Also, ich komme mit Touchscreen-Bedienung absolut nicht zurecht. Ich kann bis auf sowas wie, was war denn das geile Spiel, was es damals bei Apple Arcade gegeben hat, mit dem Schlechter, der durch die Levels sieht. Ah, Ding, ja. Grim, irgendwas mit Grim? Na, war das nicht Grim? Nein, das war anders. Nein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Also sowas geht denn noch, aber sowas wie ein Shooter, Fortnite oder sowas kann ich auf dem Phone nicht spielen. Weißt du, was ich da für einen Vorteil habe? Ich kann Shooter am PC nicht spielen und am Smartphone gleich schlecht. Also es ist vollkommen wurscht, wo ich das spiele. Ja gut, aber das ist bei dir einfach das Alter und die fehlende Möglichkeit, solche dauerhafte Stressbelastung auszuhalten. Ne, es geht. Ich spiele zum Beispiel sehr gern Sea of Thieves, das spiele ich gern. Allerdings, ich weiß nicht, bei Shooter, ja, nee, das ist nicht so mein Genre irgendwie. Da wäre ich nie gut werden drin. Ja, nicht. Also ich früher schon Counter-Strike gespielt und Half-Life Deathmatch und solche Sachen. Wie heißt das Spiel, wo man bis zum Schluss überleben muss und dann ist der Mann der Gewinner? Also Fortnite ist eins, aber es hatte davor schon etwas gegeben, zwar, die das Genre ja quasi begründet haben. Battle Royale. Unreal. Naja, die Battle Royale Games, was hat es denn da noch gegeben? Ich habe sie sogar bei Steam, glaube ich, im Early Access einmal gebackt schon. Keine Ahnung. Aber das, ich kann Multiplayer-Shooter nicht. Kann ich nicht, weil da ist einfach jeder, der einsteigt ins Spiel und sei es irgendein Frischling besser und schneller als ich. Ich bin eher der Mensch, der gechillt in Ruhe solche Spiele spielt. Fertig. Und Shooter eh immer weniger. Also. Ja, deshalb finde ich Sea of Thieves so lustig, weil du machst ja zum Großteil Blödsinn. Ja, ja. Das heißt, es ist doch vollkommen wurscht, weil ich mache das in andere Shooter, ich mache nur Blödsinn. Na, okay. Ja, GTA zum Beispiel, da kann man nur Blödsinn machen. Nein, ich mache das auch in jedem anderen Shooter. Okay. Also ich kann den nicht seriös spielen. Okay. Also ich bin dann halt der sich einen Hubschrauber nimmt und in die eine kracht. Okay, gut. Ja. Sowas mache ich dann. Sowas machst du, okay. Weil was anderes kann ich nicht. Gut, ja. Also offensichtlich neuer App Store. Möglicher neuer App Store von Apple für Spiele nächstes Jahr. Schau mal, was kommt. Nächstes oder übernächstes Jahr. Also sind frühe Gerüchte. Schauen wir, was rauskommt. Und ich weiß nicht, soll ich das Mac Mini-Thema gleich mitnehmen, wenn wir schon bei Apple sind? Okay. Ja. Apple hat den neuen Mac Mini vorgestellt. Der ist nett. Der hat sogar in einer kleinen Ausstattungsvariante gut Power. Man muss bei Apple hervorheben, die haben jetzt den Sprung auf die 16 GB geschafft. Apple hat sich sehr lange damit aufgehalten, dass die Einstiegsmodelle, und wirklich lange, das waren jetzt ein paar Jahre, dass die Einstiegsmodelle immer nur 8 GB haben. Aber da ja Apple jetzt mittlerweile ja Apple Intelligence pushen will, sind sie halt auch drauf gekommen, dass 8 GB zu wenig ist, wenn die AI allein 8 GB braucht. Also im Endeffekt bleibt für einen End-User gleich wenig übrig. Sagen wir so, ja, das ist, ja. Ja. Jedenfalls, sie haben den Mac Mini vorgestellt. Der hat, sie haben auch mehr die Woche vorgestellt sogar. Das das habe ich nicht so ganz verfolgt. Also sie haben das MacBook Pro neu vorgestellt. Ja, das stimmt. Ja, und es ist halt neu. Man muss ja sagen, es ist upgedatet worden. Es ist upgedatet worden, ja, genau. Und es haben jetzt Tastaturen und die Apple Maus USB-C. Genau, und immer noch unten. Natürlich, also das ist ganz wichtig, die Apple Maus wird immer noch unten geladen. Ich meine, und jetzt dürft ihr raten, wo hat der Mac Mini seinen Ein- und Ausschalter? Hinten links. Nein. Hinten links. Nein. Ja, er hat einen hinten links. Nein. Ja. Der neue Mac Mini. Hinten links unten. Hinten links unten. Ja. Genau.
An der Unterseite. Ja, ich meine, also hinten unten. Links unten. Ja, genau. Hinten links, das war damit gemeint, hinten links unten. Ja, genau. Also hinten links hätte ich noch verstanden, weil da hat der Alte seinen Ein- und Ausschalter gehabt. Ich mein, auf der Rückseite des Gerätes neben dem Ports. Dein iMac Mini hat einen Ausschalter auf der Unterseite. Man muss ihn aufheben. Naja, ich weiß jetzt eine Sache nicht. Funktioniert das beim Mac Mini, wenn du ihn Strom andrehst, dass er einschaltet? Wird hoffentlich schon funktionieren, das kann ich da jetzt nicht sagen. Weil beim MacBook ist es ja so, wenn ich Strom aufdrehe, geht das MacBook an. Wenn ich es ausschalte. Ja, ja. Und ich weiß auch nicht, ob das der Mac Mini auch kann. Das kann ich da jetzt auch nicht sagen, ob das der Mac Mini kann. Weil wenn es das könnte, dann ist es, dann brauchst du den Button eh nie. Ja, prinzipiell ist es ja bei mir so, so oft schalte ich meine Systeme nicht aus. Wenn der sich über die Tastatur aktivieren lässt, ist es auch okay. Allerdings, you know, man will es schon haben. Es gibt da übrigens schon einen coolen Hack, einen guten Lifehack. Ich schicke dir den auch gleich. Ja, ich kenne es. Du kannst da in 3D-Drucker so einen komischen Mechanismus ausdrucken. Genau. Ja, okay. Das ist hässlich ausschaut für 5. Super. Super. Du kannst aber gerne am Screen herzeigen. Am Screen, ich hab's jetzt da, ja. Pass auf, du, das habe ich schon wieder mitgekriegt von jemand anderem. Du kannst in Mac Mini nicht herzeigen, das wird bei YouTube quasi geblockt. Ist ja kein Mac Mini. Schau das Bild an. Achso, nein, ich meine, du hast generell die Apple-Seite jetzt nicht hergezeigt, oder? Nein. Ah, gescheit, weil Apple blockiert das schon wieder. Ja, okay, gut. Was wir noch haben ist. Ja, genau, das schierche Ding da. Ja. Was halt der Mac Mini halt mitbringt, sind. Ist eigentlich auch in der kleinen Ausstattungsvariante ganz eine gute Anschlussvielfalt mit Thunderbolt und USB Type-C und HDMI. Was schon. Jetzt hat er 5 USB-C-Anschlüsse. Genau, 3 Thunderbolt und 2 normale normale USB. Also Thunderbolt und USB, jetzt mixen sie es. HDMI ist dabei, Ethernet glaube ich ist dabei, 10 Gigabit Ethernet ist aufpreispflichtig und RAM und... Wer braucht das? Jeder, der 10 Gigabit Ethernet Kabelnetzwerk daheim hat, ich bin es nicht. Ja, aber wie viele Leute haben das? Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich würde gerne mal auf 2,5 Gigabit aufrichten, aber ich habe eigentlich keine Lust, meine ganzen Switches auszutauschen, die so bei mir im Büro rumstehen. Also ich weiß, ich habe damals im Haus... Also Router kriege ich einen neuen, aber Switche mag ich nicht. Ja, Router ist... ich müsste jetzt schauen, was meine Google Wi-Fi Port oder was meine Google Wi-Fi Stationen, was die haben. Ja. Man über WLAN das zusammenzubringen wird sowieso dann schwieriger. Ja, WLAN ist eh schneller als das Kabelgebundene mittlerweile. Das ist eh die Sache. Ja. Aber ich muss die ganze am Router und eine Switch angeschlossene Peripherie, mein NAS, das ist ein Gigabit, ich müsste ein neues NAS kaufen. Okay, gut, das zahlt sich nicht aus. Na eben, und so fangst halt an. Weil es bringt dir nichts an einen Router. Gut, nein, das stimmt, meiner ist einfach 5 Jahre alt, der muss jetzt einmal ausgetauscht werden. 5-6 Jahre. Aber es fängt halt an. Neuer Router, neuer Switch. Okay, jetzt hast du einmal die Infrastruktur für 2 Gigabit. Ja, vor allem. Und dann? Dann fangst du an, dann brauchst du ja SSDs in NAS auch noch drin. Ja. Zumindest als Cache, weil sonst geht's nicht. Ja, eben, weil die 140, 150, 160 Megabyte die Sekunde, die Festplatten so schreiben können, im Idealfall, die gehen nicht. Aber an Gigabit fast ein. Ja, eben, die nutze ich aber an Gigabit fast aus. Ja, ja, es gibt da was cool, es gibt da von Ugreen, gibt es da ein relativ cooles NAS, das hat nur mal SSDs drinnen. Das ist ja relativ kompakt. Ja, sicher, das kann man sich mittlerweile so zusammenschoppen, aber es ist halt teuer. Der Spaß ist halt nicht billig. Ja, sicher. Also das kostet ohne Ding jetzt, ohne Speicher, an Tausender. Genau. Es gibt schon auch deutlich günstigere Varianten, auch von Synology, beziehungsweise theoretisch kannst du dir ein normales Synology NAS nehmen und SATA SSDs verbauen, aber du hast halt noch ein maximal
250 bis 300 Megabyte die Sekunde. Nein, das Coole ist eben, die hat diese M2 genau, NVMe-SSDs. Ja. Mhm. Sagen wir so, das wird ein sehr teures NAS. Genau, das ist genau das Problem. Aber die Festplatten sollten dafür relativ lang halten eigentlich. Das ist so ein bisschen meine Frage. Also bis jetzt habe ich es immer noch geschafft, 50% meiner SSDs zu töten irgendwann. Sagen wir 50%, sagen wir 30%. Festplatten sind mir nicht so viele eingegangen, glaube ich. Ich weiß es nicht, ich habe es eher umgekehrt gehabt. Mir sind eher mehr so Standard-Festplatten eingegangen. Ja. Doch habe ich so eine Unglücksquote gehabt. Okay, ja, fürs NAS hab ich immer nur so die Langzeit- und Langlauf-Festplatten drinnen. Und die machen eigentlich gute. Ja, ich weiß, ich habe selbst mit D schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht. Also da habe ich irgendwie, da scheine ich ein Talent dafür zu haben. Ja, aber es wäre sowieso ein Blödsinn, alles nur am NAS aufzuhängen. Man braucht immer noch ein separates Backup. Klar, also von dem her wäre es ja egal. Ist ja bei mir auch so. Ich habe bei mir das NAS laufen und dran steckt eine externe Festplatte mit 4 Terabyte. Und da gibt es einmal die Woche auch Backup. Ja, da würde ich bei mir wissen, das wäre bei mir ein Knackpunkt. Bei mir würde das NAS nicht hin werden, aber die Backup-Festplatte. Wäre okay. Ja, na, wahrscheinlich wäre es so, das NAS würde mal runterfallen. Und die Backup-Festplatte wäre gleichzeitig hin. Ja, Gott, das ist doch nicht ideal, ja. Na. Ja, jedenfalls der Mac Mini ist ja für 700 Euro, glaube ich, 700, 800 Euro, ganz ein nettes Einstiegsmodell 16 GB RAM und 256 GB SSD. Es wird dann halt schnell teurer. Ja, aber du kriegst für 1800 Euro kriegst du einen brutalen Mac Mini. Ja, genau. Also der ist, da hast du wahrscheinlich jahrelang der Ruhe. Ich gehe da fast sogar schon aus, da kannst du fast sagen, da hast du 10 Jahre Ruhe. Hm, das stimmt schon. Also der Mac Mini, also und der ist im Vergleich zum Vorgängermodell noch einmal ein bisschen geschrumpft, also er ist wirklich noch mal kleiner geworden. Das ja, der ist sogar mobil jetzt geworden eigentlich. Ja, jetzt braucht man eigentlich nur noch ein USB-Power-Display dran und ein Powerbank, ja, den man mitschleppt. Und dann hat man eigentlich ein Notebook. Hm. Ja, genau, ja. Etwas, was man nicht so komfortabel zusammenkloppen die Tasche tun kann, aber man hat ein Notebook. Also man hat seine fette 5 Kilo Anker Powerbank mit ja, 230 Volt Anschluss. Nein, die gibt es auf Rollen. Okay, ah. Also das gibt's, ja, die haben mitgedacht. Ah, okay, ja, nicht schlecht. Ja. Dann hat man quasi so ein Notebook wie früher, was man in der Kiste rumrollt. Ja. Nicht schlecht. Genau, ja. So 80er-Jahr-Style. Nicht schlecht. Genau, ja. Dafür aber viel Geschwindigkeit. Mhm. Gut. Das war's zu Mac Mini. Was hat Apple noch vorgestellt so die Woche? MacBook Pro Update. Ja. Update auf dem M4-Prozessor, also derselbe, der auch im Mac Mini verbaut ist, bis rauf zum M4 Max. Mhm. Fürs Display gibt es jetzt eine Beschichtung um 170 Euro Aufpreis oder 170 Dollar Aufpreis, so ein Nano. Warte mal, lass mich kurz nachschauen. Die gibt es sicher nur wieder, wenn du eine Top-Variante bestellst. Ich glaube, beim M4 MacBook Pro ist es irgendwo. Warte mal, lass mich mal kurz schauen. Ich nehme mal die günstigste. Weil das haben sie schon einmal gehabt, den Spaß. Na, die lassen es die sogar einfach so machen beim günstigsten Modell. Die sind ja narrisch. Ja, aber nur beim MacBook Pro, nicht beim Mini, gell? Ja. Nein, natürlich nicht. Ich meine, warte noch, das kommt sicher noch irgendwann. Ja, also. Über Sinn und Unsinn dieser, keine Ahnung, Nanokristallbeschichtung kann man diskutieren. Es soll weniger spiegeln. Wer es glaubt. Ich meine, meine Empfehlung wäre einfach, so wie andere Notebook-Hersteller, ein leicht mattes Display zu verbauen. Das gibt's nämlich. So, haben Notebooks eigentlich früher immer gehabt, bevor sie diese Spiegeldisplays gehabt haben? Na ja, und das mit der Farbtreue, das ist nimmer so wie früher. Das Einzige, was bei diesen Dinger, wenn du die so zusammenbaust, was total unlogisch ist, sind diese Preisschritte. Zum Beispiel, wenn du den mittleren Prozessor nimmst, Entschuldigung, es gibt keinen mittleren Prozessor, es gibt nur, also diese Upgrade-Politik,
Du hast einen M4 Pro Chip, dann musst du auf den M4 Max wechseln und du hast beim M4 Pro am maximal 48 GB RAM, mehr geben es dann nicht. Weil da was beim Pro. Beim Pro, wenn du den Max nimmst, Ja, dann hast du dann, schon also wenn es, 128. na, 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 es ist lustig, wenn es wenn jetzt im günstigen M4 Max Chip nimmst, kannst du nur 36 GB RAM haben und nicht einmal was anderes auswählen. Wenn du mehr haben willst, musst du einen guten Max Chip nehmen, dann kannst du wieder mehr auswählen. Okay. Das kann man nicht verstehen. Na. Also, und allein die Preise für den RAM und für die Festplatten sind nach wie vor horrend. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist Also, schwierig. das ist. Aber eben diese allein schon diese Politik, wenn du da in Max haben willst und sagen wir 48 GB RAM möchtest, musst du den teuersten nehmen. Ja, wieso? Gibt es beim Na, M4 irgendeine Limitierung? Also ich weiß, die 48 gibt es beim kleinen naja, Chiplet. Okay. ich weiß, was der Punkt ist. Sie werden sagen, ja, die 370 € drucken wir da einfach drauf, Ja. weil dann geben wir da dafür die 48 GB RAM dazu und dann kaufst du wahrscheinlich eh gleich die 64. Ja. Aber die höchste Ausstattungsvariante ist 128, oder? Noch beim Max. Ja, und 8 TB Speicher. Kostet dann in Summe 8.500, 8.300, 8.000, ja, ja. 8.379. Achso, warte mal, das Nano, die Nanotextur, dann bist du bei 8,5. Okay, ja. Aber da muss man auch sagen, dann hat man ein Gerät, mit dem hat man 10 Jahre Ruhe. Wenn man einen Akku nicht tauschen muss. Sagen wir so, da brennt da wahrscheinlich vorher was durch, ja. Ja. Aber Ja. 8.500, sie sollten nachher schon nochmal ansagen, ja. Ja, das ist günstiges Notebook, würde man sagen. Andererseits kann man gleich wieder mal so unseren Klassiker machen. Wo bewegen sich andere mit ihren Naja, Mobile Workstations du kannst jetzt preislich? eigentlich, du bist jetzt da, Wow! ja, du bist beim, was denn? Also ich habe jetzt einmal Geizhals-Listing aufgemacht und noch preissortiert. Also ich hoffe, das ist ein Schmäh, oder? Na, ist es Weiß es nicht. nicht. Offensichtlich nicht. Wann ist denn das Teil rausgekommen? Bitte, warte, lass mal kurz schauen. Okay. Letztes Jahr rausgekommen. Asus ROG Strix Scar 18. Das ist ein 18 Zoll Notebook mit 3 Kilo Gewicht. Es hat 4 TB SSD. 64 GB RAM, ein i9-13980HX und der verbaute GeForce RTX 4090 kostet aktuell bei Amazon 8.900 Euro. Günstig, ja. Wow. 18 Zoll finde ich halt als Notebook schon ein bisschen ein Hardcore. Das ist ein Platten, ja. Aber man muss sagen, da tummeln sich in den hochpreisigen Gebieten auch sowas wie MSI mit ihren 18 Zoll Gaming Notebooks. Ein Lenovo ThinkPad P16 kostet immerhin auch noch 6.400 Euro. Ist HP ZBook Fury 15 Zoll, bewegt sich auch auf dem Level, wobei das muss ein outdated Modell sein. Das hat eine 1 TB SSD. Mal schauen, was gibt es im Herstellungsdatum 2024? Das war, glaube ich, feiner zum Schauen. Ja. Wenn man 2024 schaut, dann ist unangefochten an der Spitze ja ein MSI Creator Pro X18 um 7.200 Euro. 128 GB RAM, 4 TB SSD und der RTX 5000 Grafikkarten. Ja, RTX 5000, da gibt es den Mobile schon. Wow. Ja, sicher. Irgendwas wird es immer geben. Nein, ich meine, ich empfehle bei Apple sowieso eigentlich, du kannst das MacBook Air problemlos kaufen. Ja, eh. Also Also, das für ist. den normalen Use Case, wenn man hätte es keine wirklich. Und ich habe heute erst wieder eine Preis-Notification gekriegt, dass das MacBook Air mit einem M2 und 1 TB SSD und
24 GB RAM, das ist momentan so um die, was habe ich gesagt, 1,8 zu haben. Und wenn man es günstiger haben will, kriegt man auch. Günstiger geht auch. Also es ist als, das ist auch so ein Gerät, mit dem hat man wirklich jahrelang Ruhe. Ja, also weil es hat, das hat einfach Leistung. Es hat sogar zu viel Leistung, das fängt ja schon damit an, du brauchst sie nicht einmal. Eben, du brauchst sie, und wenn man schaut, also normales ist erste R M1, das gibt es ja eh immer noch zum Kaufen. Das ist ja offiziell, glaube ich, bei Apple noch teilweise drin gewesen. Ich weiß nicht, wann sie, ob sie es jetzt schon rausgenommen hat, aber das erste M1, das kriegst du um 890 Euro so, und das, das M2 in der niedrigsten Ausstattungsvariante kostet 900 Euro. Du kannst das M1 nach wie vor sofort kaufen, du hast nur immer genug Leistung. Ja, genau. Also es sind schon echt geile, also was Apple halt momentan absolut nicht hat, ist so ein Zwischending drin, zwischen einem R als Einstiegsgerät und am Pro, einfach was mittendrin um keine Ahnung, 1400 Euro mit einer gescheiten Ausstattung. Na, du kriegst zum 1099, das ist das günstigste. Was? Du kannst das günstigste 14 Zoll MacBook Pro, ja, okay, kriegst um 1099. Der hat aber leider 256 GB SSD. Na, 512. Ah, also die SSD, die SSDs haben sie ja. Du kriegst 512, du kriegst 16 GB RAM und du kriegst in M4, was haben sie da drin? In M4, normalen M4. Sie geben M4. Da normalen M4. Okay. Okay, die Zuhörerinnen und Zuhörer und die Zuseherinnen und Zuhörer werden sich jetzt denken, die reden über Notebooks um 1800 Euro. Ich hab's an Hammer, ja, ich weiß. Ihr habt es an Hammer, ja, Kilian hat vollkommen recht. Kaufst was Billigeres. Ihr könnt auch gern was Billigeres kaufen. Also wenn ihr nicht unbedingt auf Apple-Geräte angewiesen seid, wenn ihr mit Linux oder Windows zurechtkommt, gibt es auch günstige Geräte. Ich bin da schon in den letzten 20 Jahren durch so viel Schmerzen gegangen, dass es nicht mehr machen wird. Also ich empfehle, wenn du wirklich in der Windows-Welt daheim bist, würde ich immer wirklich ein Microsoft Surface Laptop kaufen. Und ich kann, wenn du in der Windows- oder in der Linux-Welt unterwegs bist, ausschließlich Lenovo oder Dell empfehlen. Nee, ich weiß, warum immer es Surface holen wird, weil ich hätte gerne einen Qualcomm-Chip drin. Ja, okay. Das wäre der eigentliche Grund, warum ich mir das holen würde. Aber wie gesagt, ich würde eher aus der X-Reihe von Lenovo was empfehlen. Da hast du den Qualcomm nicht drin. Ja, ich will den ja nicht drin haben, solange der Scheiße ist. Dann kriegst du ja die ganzen Copilot-Features nicht. Ich brauche die ganzen Copilot-Features nicht. Du brauchst die. Nein, ich brauche die. Du willst nicht. Die haben. Ich will die ja nicht haben. Nein, das ist sicher. Genau das Ding. Nein, ich will das nicht haben. Ich will das nicht. Ich will auch kein Windows auf mein Gerät haben. Also von dem her, mir reicht es, wenn es auf dem Gaming-PC gezwungenermaßen installiert ist. Ja, aber nein, also ich würde da echt den Qualcomm nehmen, weil allein ich hätte dann gerne. Ja, aber warum zahlst du einen Aufpreis dafür, dass alles schlechter ist? Weil er ist de facto langsamer als die Intel- oder Apple-Konkurrenz. Effizient. Weißt du, was das Witzige ist? Aber er ist nicht schnell. Nein, er ist eigentlich gar nicht so langsam. Ich meine, ich würde die erste Generation, da hast recht, ich würde ihn nicht kaufen, aber die nächste würde ich kaufen. Ja, aber er bleibt langsam, weil Windows noch nicht auf dem Level ist, dass es mit dem Armzeug umgehen kann. Das merkst du ja selber so nicht. Weil es gibt kaum native Anwendungen, das heißt, es wird wieder mal als virtuell. Doch, es gibt mittlerweile, es gibt Affinity, läuft nativ. Ja, Affinity läuft aber seit 3 Jahren auf dem iPad ohne Probleme. Ja, ja. Die haben das ja schon in-house. Die Microsoft Office Suite läuft nativ.
wow, haben sie es endlich einmal für ARM gebaut. Okay, ja, ich weiß, hab ich aber übrigens auch auf MacBook seit 3 Jahren nativ. Ja, ja, natürlich. Aber es gibt, also so wenig gibt es ja gar nicht mehr. Ja, und dann hast du halt immer noch das Problem, dass du das Windows einfach das noch nicht perfekt unterstützt. Ich weiß, dass dieser Qualcomm theoretisch echt gute Leistung hätte, aber wahrscheinlich ja. ist die Krücke immer noch Windows. Warum kommt der bei den Benchmarks trotz der theoretischen Rechenleistung nicht an Intel oder an AMD oder an die M1 weißt du was, Silicon. Ich glaube, es gibt auch noch ein anderes Problem. Es gibt ja da unterschiedliche Varianten von den Snapdragon X Elite. Ja. Und die Hersteller von den Notebooks sagen da aber nicht unbedingt, welcher bei seinen drin ist. Ja, haben wir das nächste Problem. Warum machen die so Scheiß? Ja, ja, richtig. Ja, das muss Samsung etc. fragen, warum sie das machen. Aber ja, ist halt natürlich das Problem. Du hast viele Hersteller von irgendwas. Du hast einer produziert den Chip, einer produziert den Laptop, Microsoft das Betriebssystem drauf. Also du hast 3 Schichten, wo Probleme entstehen können. Genau, und das Problem hast du bei Apple eben nicht. Da hast du andere Probleme. Da hast du natürlich andere Probleme. Und mein großes No-Go beim Qualcomm-Chip ist einfach die fehlende Unterstützung für Treiber unter Linux. Das, ja, das wenn ist ich mir was anderes kaufen würde als ein MacBook Air oder von mir aus ein Pro, wäre es ein Lenovo oder ein Dell und dann würde ich Linux, also irgendeine Linux-Distribution draufbügeln, wahrscheinlich wieder Debian oder Ubuntu. Und die Treibersituation mit den ARM-Sachen, vor allem mit den Qualcomm-Sachen, ist halt immer noch schwierig, vorsichtig ausgedrückt. Ja, das ist sowas, das betrifft mich halt null. Also ja. Mir ist der Linux vollkommen blunz. Dir ist es wurscht, mir nicht. Wenn. Also ich kann jetzt davon ausgehen, die meisten Leute ist es vollkommen blunz, ob Linux drauf rennt. So wie es immer schon gewesen ist, aber ich habe für dein Use Case geht's nicht. Ich habe als Anwender gewisse, das hat sich in und ich mache die Scheiße jetzt mit solchen Geräten seit über 25 Jahren. Ich werde bald richtig alt und es hat sich so einfach so vor allem in den letzten 10 Jahren, stimmt gar nicht, schon vorher. Also in den letzten 15 Jahren haben sich ein paar Sachen außerkristallisiert, die ich schätzen gelernt habe. Und das sind einfach Sachen, die habe ich bei Windows einfach nicht. Das ist halt leider das Problem. Ja. Ist so. Und für Umgewöhnen bin ich jetzt mittlerweile zu alt. Ach, das ist man nie. Immer. Man ist immer zu alt für Umgewöhnen. Immer? Immer. Gut, dann war es das mit meine Apfelthemen. Apfelthemen. Dann muss ich jetzt nochmal schnell was reinhauen, nämlich die 2 Links da und dann können wir gleich weiter hupfen. Du kannst schon mal sprechen anfangen. So, warte mal, jetzt muss ich mich da wo anmelden, weil sonst, ich weiß nämlich nicht, wie man diese Zahl sonst ausspricht. Ja, Beta Trilli Quintilliarden. Quintilliarden? Warte mal. Das werden wir jetzt gleich haben. Ich werde es jetzt gleich. Ich hab's. Also die Zahl 20 Dezillionen. Ah, Dezillionen. Das ist eine 10 hoch 60, also eine 1 mit 60 Nullen. Mhm. Und zwar das hat. Russland hat beschlossen, das ist die Strafe, die Google zahlen muss. Für, dass sie ein paar News-Channels auf auf YouTube quasi eingeschränkt haben. Also dafür, dass Google diese eingeschränkt hat, müssen sie diese Strafe zahlen, oder? Genau, richtig. Das ist witzig. Ich meine, das ist das erste Mal, glaube ich, dass Google sowas überhaupt macht. Mhm. Also mich wundert eh, dass sie es gemacht haben, wenn man rechne Google in dem Fall hoch an. Ja. Weil das sind wirklich reine Fake News Schleudern.
Also Russ, was ist Ja das? gut, RBC. wenn es aber danach ginge, müsste man auch einen ganzen seine Elon Musk finanzierten Fake-Channels Müsste natürlich, absperren, gell? Also da gibt es ja man auch müsste einige. viele sperren. Man müsste viele sperren. Ja. Es wird in Österreich einige Medien geben, die da definitiv drunter fallen Oh sollen. ja, oh ja. Ja. Da gibt es schon einige. Unter anderem Standard und Falter, also das links-linke Dreckszeug, das würde ich Ja, gleich mal genau. wegsperren. Also, na, das, ja, okay. Na, also, das ist ein No, das sein ja No, das kann man ja lassen, aber da gibt es ganz andere Kandidaten. Wo, sagen wir so, da treten immer sehr unterhaltsame Menschen auf. Ja. Ja, Da also muss man diese ein dickes Zahl. Fellner haben, um das auszuhalten. Ja, so, ja, ne, ich meine, weißt du, was ja das Orge ist ja, dass das ja noch nicht einmal das Schlimmste Ich ist. weiß ja. Das ist ja das geht ja noch viel tiefer in diesen Moloch rein. Noch tiefer. Aber ich will es gar nicht, Ja. ich will es gar nicht wissen, ich will es gar nicht wissen. Ich habe Nein, mittlerweile du in den bist. letzten Monaten sehr viel Medienhygiene betrieben. Das ist, also, boah, das ist teilweise schlimm, was, ich meine, das kriegst du ja so random auf YouTube in die Timeline rein. Na, okay, Weil da man denkt, kriege ich zum Glück nichts rein. Na. na, das fängt so mit, das fängt so mit an, das ja noch halbwegs okay ist. Man halbwegs, man ist auch noch immer schlimm, aber und dann auf einmal, dann kriegst du ein Ding rein, wo du denkst, warum kriege ich denn das? Okay, na. Also, das ist furchtbar. Glück gehabt bislang. Okay. Ja, also, ja, das ist so quasi diese Zahl, das wäre mehr als das gesamte BIP aller Länder, glaube ich. Also, es ist mehr als das weltweite BIP auf der Welt. Das will Russland an Strafe verhängen. Ja, das ist weitaus mehr, das ist um Größenordnungen mehr als Ja. das gesamte Weltinlandsprodukt, Meine, von Google wäre lustig, Bruttoweltprodukt. von Google wär lustig gewesen, ob sie hätten nochmal fragen sollen, ob das in Dollar oder in Rubel ist, weil sie hätten sagen sollen, in Rubel haben wir kein Problem, das zu zahlen. Ja, okay. I see what you did there. Okay, ja gut. Ja, Nicht so schlecht. aber ja, das ist halt. Also, andererseits finde ich den Stunt von Russland ja jetzt fast ein bisschen zu fad und zu wenig kreativ, weil sie hätten ja Google einfach auf die Summe von ein Gogolplex verklagen können. Ja, Kennst du die, ist. kennst du Gogolplex? Na. Gogolplex? Was denn das? Google ist danach, also das ist ja ursprünglich der Name von, also Google leitet sich von der Zahl Gogolplex ab und a Gogolplex ist the large number 10 hoch Gogol und das sind 10 hoch 10 hoch 100. Also eine Zahl, die Was 10 einer hoch. eins mit einer. Aber das kann mein Taschenrechner nicht ausführen, glaube Ich sage ja 10 hoch 10 hoch 100. ich. Ja. Das war witzig gewesen, du Das hast war witzig recht, das gewesen, war. aber generell sagt man den Russen ja nicht so viel Humor nach, also zumindest. Nein, Der also. russischen Politiker-Elite sagt man nicht so viel Humor noch. Na, die haben irgendwie nicht viel, das stimmt. Russen selber, also die normalen Bürger, die ja prinzipiell auch was gegen den Krieg haben, das sind ja, die haben durchaus Humor. Gut, sagen wir so, in dem Land muss ich Humor haben, weil sonst wird es traurig. Ja. Ja, das müssen sie leider schon seit vielen, vielen Ei, Generationen müssen sie ne, etwas Humor das ist beweisen, um das durchzuhalten. eigentlich ist es seit es Russland gibt so. Also ich wüsste nicht, wann Russland jemals nicht so eine Zeiten gehabt hat. Es hat da kurze Zeitspanne gegeben, so Anfang der 90er bis
Nee, da war ja, 2000er? schon. Wer war da? Meinst und da, wer war da? Jelzin, Gorbatschow? Jelzin, zuerst Jelzin, ja, Gorbatschow, Jelzin. dann Jelzin. Ja. Ja, das ist irgendwie, das war aber schnell wieder vorbei. Ja, das ist dann mit dem Herrn Putin und seinem Steigbügelhalter, dem Petrov? Na, wie heißt er? Er gibt so viele Namen, die da merke Ja, ich mir aber nicht mit alle. wem hat er sich abwechselnd immer als Premierminister Ah, und mit dem Ding, Präsident? mit dem Medvedev. Mit jedem. Na, war das doch nicht Medvedev? Was war da mit Medvedev, oder? Ja, wo er sich immer abwechselnd Präsident und Ministerpräsident war. Nein, nicht, aber, nein, mit Medvedev ist der Tennisspieler, entschuldige, das stimmt Ja, nicht. Russland, der müsste jetzt Präsident sein. Na je, Warte mal, Russland-Präsidenten? ach so, Prime Minister Das, ist der das. Michael Mischutin. Okay, das sagt mir gar nichts. Wohl Dimitri Medvedev hat der Ah, geheißen, so, Dimitri stimmt. Medvedev, okay. Ja, stimmt. Ah ja, Okay. Dimitri Medvedev, ja genau. Also der Tennisspieler ist berühmter laut Google als der russische Präsident damals. Das heißt auch was. Okay. Google hat wirklich Humor. Gut, dann hüpfen wir weiter zu den AI-Picks. Ja, das trifft sich gerade gut, dass du da Apple Intelligence drin hast. Gut. Ah ja, genau. AI-Picks. Ab Frühjahr 2025 kommt Apple Intelligence auch in der EU. Theoretisch. Nein, nicht theoretisch. Wieso theoretisch? Das hat sich schon in Amerika sehr oft verschoben. Ach so, okay. Ja. Anders gesagt, Apple Intelligence kann ab Frühjahr 2025 Deutsch sprechen. Ob es Richtig. dann Weißt du was? Ich, funktioniert, ist eine andere ja, Sache noch. ich glaube Genau. mittlerweile, Das hat dass sich die. sogar in den USA immer verschoben. Ja, ich glaube mittlerweile, dass die das eher so gemacht haben. Ich glaube nicht, dass da die böse EU dran schuld ist, wie das bei uns an manche Politiker immer schreien. Ja. Ich glaube einfach, Apple war nicht in der Lage, das auf Deutsch zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, Apple war schlicht und ergreifend nicht in der Lage, die Hardware, notwendige Hardware dafür überhaupt einmal erst einmal bereitzustellen. Haben wir ja davor gehabt. Apple Intelligence reserviert sich ja gerne mal 8 Gigabyte Arbeitsspeicher. Was bringt dir das, wenn deine Einstiegsgeräte nur 8 Gigabyte mitbringen? Das ist super. Ja, Sie da, bewerben es aber, sie bewerben es aber. ja. Das ist ja Na, weißt du, das was da nächste das Problem. da ist ja das Lustige, da hat sich Apple das erste Mal mit seiner sinnlosen Preispolitik eigentlich selber ein Haxel gestellt. Ja. Weil du denkst, dass so die 16 GB RAM, die kosten eigentlich nichts. Wirklich, die kosten denen nichts. Nix, ne? Lass es 2 € sein. Ja, wahrscheinlich. Bei denen sind es wirklich 2 € bei der Menge, was die abnehmen. Ja. Wo du denkst, Alter, es ist so lächerlich. Naja, Ja. Apple ist ja da am Anfang, ich glaube, im Frühjahr schon einmal drüber gestolpert. Nein, nicht im Frühjahr, das muss im Sommer gewesen sein. Weil das Update für wie heißt die Entwicklungsumgebung? Scheiße, wie heißt der Blödsinn? Ich hab's ja. Mein Gott. Ich will immer Visual Studio Code sagen. Swift? Ja, aber diese Dings, was man sich installieren muss. Swift Na, Playgrounds. Ah, X-Code. Xcode. X-Code, genau. X-Code funktionierte auf Geräten mit 8 GB ja schon nimmer. Das funktioniert aber auf einem Gerät mit 16 GB schon nicht gescheit. Also, anderes Thema, ja, stimmt. Es ist schon ein bisschen schwierig. Es ist generell ein bisschen schwieriger. Und da haben sie ja schon einmal den ersten Shitstorm von Devs abgekriegt, weil sie ja ein Air in einer kleinen Einstiegsvariante und ein Mac Mini in einer kleinen Variante ja so als den günstigen Einstieg für die App-Entwicklung beworben haben und dann funktioniert Ja. noch ein Update auf Formel X-Code nicht mehr. Ja, super. Ja. Gut, ja, jedenfalls, ob Ich früher soll es Deutsch bin können, da aber ob es auch früher gespannt, funktioniert, weil wissen wir eh nicht. da steht explizit in Deutschland verfügbar. Ja. Das heißt, wenn Pech hast, ist es in Österreich nicht verfügbar. Apple, also was ich mich erinnern kann, so in den letzten Jahren, ist Apple da nicht so stringent wie manch andere
für Apple ist deutschsprachiger Deutschland der deutschsprachige Raum und damit die deutschsprachige Schweiz und Österreich und Liechtenstein. Wenn es mir jetzt nicht, wenn es mir nicht ganz täuscht. Ich weiß, bei Steam war das einmal teilweise schwierig, weil du in Österreich nicht Spiele nicht kaufen hast können, die in Deutschland am Index waren, beziehungsweise du hast sie schon kaufen können, aber du hast die zensierte Fassung gekriegt. Das war 10 Jahre ungefähr mal so. Und wo war das noch? Ich habe noch einmal irgendwo den Vorfall gehabt, dass ich etwas nicht nutzen habe können in Österreich, weil es in Deutschland nicht freigegeben war. Das weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, Apple hat da eigentlich recht guten Überblick, was das Deutschland deutschsprachiger Raum ist. Sagen wir mal, ja, gehen wir davon aus. Ja. Weil Apple Intelligence selbst kannst du in der Schweiz verwenden. Okay. Ist sie nicht EU? Ja, richtig. Da gibt es ja, ja im bösen Digital Markets Act. Ja, genau. Und an der sich Apple leider halten muss. Genau, und Apple hat da basierend auf der Registrierung, wo was ist, eigentlich eh ganz einen guten Überblick, wo sie was freigeben. Also glaube ich, in Deutschland ab April 2025 glaube ich, dass da Österreich und deutschsprachige Schweiz schon mit eingeschlossen ist. Für die deutschsprachige Nutzung. Warten wir mal, ich bin noch gespannt, aber schauen wir mal, wann es dann kommt. Ich weiß nicht, inwieweit ich das verwenden werden wollen würde. Ich meine, ich habe am Smartphone habe ich gar kein Problem damit, wann es kommt, weil auf meinen rennt es eh nicht. Ja, das ist bei mir ist genau dasselbe Problem. Wir haben einfach zu wenig RAM. Deshalb, ich gebe jetzt ja jedem den Tipp, wer sich jetzt überlegt, ein iPhone zu kaufen, wartet aufs nächste Jahr. Ja. Und dann kauft es das jetzige Modell. Das neue Modell, ja. Weil nein, ist nächstes Jahr neue? Also, oder? Nein, ist es nicht, wenn, also wenn ihr das Neueste vom Neuesten haben wollt, dann kauft es nächstes Jahr das Modell statt heuer. Und wenn ihr sagt, mir ist es wurscht, dann wartet einfach trotzdem noch auf nächstes Jahr und kauft das bei, was weiß ich, 16er, refurbished. Ja, 16er refurbished, ja genau. Dann kriegst du es zumindest günstiger und ja, ihr habt nichts verpasst in der Zwischenzeit. Na ja, generell hat man bei iPhone, nennen wir es liebevoll Updates, weil mehr als Updates ist es ja nicht mehr. Ja, so in etwa. Also ja, es ist ja das, du kriegst eigentlich ja, selbst wenn du das neueste Modell jetzt in Europa hast, du kriegst eigentlich nicht das, was sie versprochen haben. Genau, ja, in Europa. Ja, aber also da ist ja die böse EU schuld. Wie immer, ja. Ja. Gut. Nein, was witzig ist, ich gehe jetzt da gleich mit dem zweiten Thema weiter. Und zwar Apple hat ja, das ist ja relativ frisch, hat ja Pixelmator gekauft. Das Pixelmator ist sowas wie Photoshop und Illustrator und alles ein bisschen zusammengemischmasch. Ich vermute, das hängt ja damit zusammen, weil Apple Intelligence muss ja eigentlich in irgendeiner Form mit Microsoft Copilot in Konkurrenz treten. Und wenn ich mir Microsoft Copilot anschaue, ich meine, du weißt es wahrscheinlich eh, den kompletten Office 365 oder in der ganzen Umgebung gibt es ja Copilot. Ja, ihr habt das alles deaktiviert. Das Ding ist ja das, es gibt ja auch bei deinem OneDrive gibt es ja Copilot. Alles deaktiviert. Ja, nein, du kennst es aber, oder? Na, nie gesehen, weil alles deaktiviert. Ja, okay, ist wurscht. Na, es ist ja so, wenn du das jetzt dann, sagen wir mal, du würdest alles aktivieren und du sagst, Copilot ist überall, dann hast du ja den Vorteil, was ja jetzt auch noch kommt, Microsoft will ja diese Copilot Agents zur Verfügung stellen. Copilot Agents, es gibt einen Copilot Agent Builder, das stellt er das so wie ein Automator vor beim Mac, gleich viel gescheiter. Jetzt kannst du dir auf spezifische Tasks einen Agent machen, da musst du nicht programmieren können, sondern du sagst einfach den, was seine Aufgabe ist. So wie beim Automator, ja, okay, ja. Der Leiter hat der halt jetzt KI-Features und der kann jetzt quasi auf dein komplettes OneDrive zugreifen.
Wenn du ein neues Foto oder eine neue Datei hast, kann der entsprechend irgendwas auslösen, eine neue Notification oder okay, ja, cool. Der kann auch zum Beispiel dann basierend auf den, wenn du zum Beispiel so Tasks hast, die jetzt viel Zeit fressen, kann sich der durch alle Dokumente durchwühlen. Mhm. Weil der findet ja alles, ist ja alles verfügbar für den. Ja, okay. Und wenn du das jetzt so übertragst auf den Apple-Kosmos, Apple hat ja da relativ wenig. Ja, stimmt, ja. Ja, Apple hat doch nichts. Genau, also du bist noch strikter als ich, stimmt, sie haben eigentlich nichts, weil Apple hat nicht einmal eine gescheite Cloud-Umgebung. Na? Weil iCloud nach wie vor lächerlich ist. Und vom Feature-Set her, ja. Vom Feature-Set, ja, das ist, das haben wir eh schon mal so privat da hin und her geschrieben. Ich verstehe ja nach wie vor nicht, warum Apple nicht das endlich ermöglicht, das Time Machine Backup über iCloud zu machen. Ja. Das wär geschenktes Geld, weil das wird jeder zahlen. Ich zahle jetzt schon für meine 2 Terabyte iCloud Speicher und ob da jetzt mein Backup noch drin wäre, könnte Apple ja, scheißegal sein, weil fällt nicht es auf. Es wäre super Komfort-Feature nebenbei. Also ja. ich verstehe es nicht. Geht man nicht in den Schädel rein. Wäre dann eigentlich das, was sie gehabt haben mit diesen Time Capsules, leider jetzt dann brauchen sie kein Gerät mehr verkaufen. Ja, genau, ja. Und von mir, es wäre bei Apple wurscht, sie können ja für das Feature separat 5 Euro verlangen, die Leute würden es zahlen. Mm, ja, ich würde es, auch wenn es separat zum Zahlen wäre, würde ich es zahlen. Wenn es 5 Euro sind, dann sind es 5 Euro. Das würde ich es mir wert. Ich sag das sogar eins, wenn der Service komplett ausgeklinkt ist und das nicht mit meiner iCloud-Ding zusammenhängt und das kostet mit 10 Euro, würde ich mir wahrscheinlich auch überlegen, dass ich noch ein Backup habe. Genau. Genau. Man kann nie genug Backups haben. Also ich habe meine Time Machine auf dem NAS laufen. Jetzt nicht mehr auf dem NAS. War, ich mache es jetzt am Dock über externe Festplatte und okay. Natürlich wäre es komfortabler, es ist weg, weil wenn der Festplatte was passiert oder einfach alles brennt, dann ist mein Backup auch weg. Ja. So. Genau. Das heißt, da haben wir schon einmal nichts. Und man muss dann sagen, iPhone-Backup geht in der iCloud. Ja, eben, da geht's ja. Das ist nicht. Da geht's ja. So, das heißt, im Cloud-Bereich ist Microsoft wesentlich besser als Apple. Dann kommt dazu, jetzt gibt es die ganzen Copilot-Feature in der kompletten Office-Suite, ob das Word, Excel oder PowerPoint ist. Ja, genau. Da hat Apple auch noch nichts. Wieso? Sie haben zwar den Writer und das Ding, aber sie haben Numbers, und Pages für einfach schon Aufgaben reicht das. Ja, da ist kein KI-Feature drin. Nein, das nicht. Nein, absolut. Da kann Excel mittlerweile wirklich viel. Ja. Wenn das und da die anderen. Ja. Dann Paint hat auch mittlerweile Copilot, kann auch mehr als das von Apple die Geschichten. Paint. In Paint kannst du mittlerweile wie bei Photoshop komplette Hintergründe entfernen. Ah, okay, ja. Ich glaube, das haben wir eh gehabt, ja. Das heißt, da hat Microsoft was für die. Dann wird im Videobereich sicher auch was von Microsoft kommen. Windows Movie Maker. Wahrscheinlich kommt das in irgendeiner Form dann wieder. Wahrscheinlich mit KI-Features. Cool. Und Apple hat da halt im Summe nichts. Ja. Und deshalb war sie jetzt auch, der Kauf von Pixelmator, wenn er durchgeht, ist relativ naheliegend. Ja, klar. Weil Apple wird da irgendwas brauchen, weil sonst gehen die alle zu Canva etc. Mhm. Naja, Apple hatte nichts. Warum, wenn die zu Canva gehen, ist Apple ja wurscht. Aber das Problem ist halt an Microsoft, weil Microsoft hat dann irgendwann so ein super integriertes Copilot-System. Mhm. Das, was alles ineinander greift und Apple hat nichts. Ja, okay. Weil es zum Beispiel, das wäre für mich, das ist so ein Killer-Feature für mich, wo ich mir denke, wenn all meine Daten quasi wirklich in mein Copilot drin sein, das ist halt schon was wert, weil dann kann ich mir da halt echt relativ viel sinnlose Arbeit sparen. Mhm. Also das wäre für einen Mac auch cool und ich hoffe, dass sie es hinbringen, aber ich zweifle an iCloud. Okay, ja. Ja, also das war das. Also Pixelmator ist erwähnt, weil er immer Mac und iPad
App, glaube ich. Was Und ist eben so? Pixelmator hat dieses Feature eben auch schon, wo man was markieren kann und dann ist das Objekt weg. Okay. Also da wird dann Apple auch irgendwas haben. Gut, kommen wir zu den Autopicks. Warte mal, wir sind noch nicht fertig. Tja, Apple Intelligence. Nein, ich Ah, habe du hast ja noch. noch was, ja, genau. Ja, richtig. Wir wollten es heute ein Und bisschen kürzer halten, wie lang Alexander. sind wir denn schon überhaupt? Wir hängen da gerade bei 1 Stunde 20. Ja gut, das haben wir jetzt bald fertig. Google Fotos, also das ist kurz. Und zwar, Google sagt dir jetzt an, wenn da ein Bild KI generiert ist, wenn es in der Fotos-App drin ist. Was? Google sagt dir jetzt in deiner Fotos-App, wenn da ein Foto ist, kann dir das sagen, das war von einer KI editiert. Kann Instagram mittlerweile, glaube ich, auch. Das Nein, habe kann ich, sein, ich weiß, dass es ja, Google ich Fotos glaube, da jetzt habe noch ich mal keine was sagt. gelesen. Okay, jetzt ist die Frage, was lesen die aus? Erkennen die, dass das Foto... Ich meine, eine Sache ist einfach, wenn es von Gemini selber kommt, ist es leicht, weil Google haut da einen Code rein. Ja, genau. Das ist Das ist einfach, sieht Google auch den Code bei Files, die, keine Ahnung, mit Stable Diffusion generiert worden sind das und weiß ich dann nicht. vielleicht noch konvertiert worden sind in das Dateiformat? Das könnte sein, ich weiß es nicht, wie sie es machen. Sie werden dann sicher, weil KI-Fotos haben immer ein paar Sachen drin, die nicht ganz passen. Das kann schon sein, aber ich kann mir jetzt fast nicht vorstellen, dass Google Fotos auf der Mobile App laufend Fotos durchscannt, ob es Auffälligkeiten gibt. Das wäre mir ein bisschen zu viel Rechenleistung. Glaubst du nicht da? Also, wenn man es jetzt rein nur von der Datei nimmt, keine Ahnung, du hast original eine Datei aus DALL-E, Naja, Stable Diffusion. ich verstehe jetzt, was du meinst. Ich glaube aber, dass die das wahrscheinlich lokal machen. Die werden das auf dein Smartphone selber rechnen. Ja, eben, das ist meine Frage, das will man Ja. ja nicht. Man will ja nicht, dass Google die ganze Rechenpower verwendet. Ich weiß aber, Meine Idee ist, also du sie meinst schauen. einfach, dass die nur den Code auslesen und dann wissen sie schon, was Sache ist. Du hast ja bei JPEG-Fotos Ja, hast ja die EXIF-Daten zum Beispiel. genau, ja, genau. Ob da sowas drinnen steht. Manche machen das. Vielleicht, vielleicht. Ich weiß es bei Stable Diffusion, am Mac, die schreiben was in die Meta-Tags, in den Comment-Meta-Tag ist da komplette Prompt drinnen zum Beispiel. Wenn ich das zum iPhone umkopiere, bleibt da auch drinnen. Wenn ich jetzt einen Screenshot von dem Foto mache, ist das weg. Natürlich. Klar. Weil dann gibt es die Referenz zu dem Meta-Tag nicht mehr. Es könnte sein, man, es wäre natürlich naheliegend und es wäre sehr ressourcenschonend, wenn sie das irgendwie aus dem Code rausbringen. Ja, eben als ein Meta-Tag EXIF oder Ja. Comment-Tag oder sowas. Okay, ja. These labels won't be limited strictly to generative AI either. Google says it will also specify when a photo contains elements from several different images, such as when people use the Pixel's best take and add me features. That's encouraging to see. Okay, aber wenn du die komische Add Me-Funktion hast, wo du dich selber in ein Foto rein Ja. platzierst, das du gerade schießt, auch dann. Ja gut, das macht ja Google Das macht selber, Google uns die. selber, ja. Ja. Okay, finde ich aber gut. Find ich generell eine sehr gute Idee. Die Frage ist, wie sie es machen, weil man will nicht haben, dass deine 1000, 10.000 Aber Fotos warte mal, da unten, gescannt ach, werden. das sehe ich aber gerade. Until now, the metadata attached to Googles AI tools has been pretty much invisible to end Das machen users. sie, okay. Sie erkennen es aber nur noch bei ihren Sachen. Okay, auf die Metainformationen, ja. Ja, aber es heißt nur von Google Sachen Ja. selber. Google und Samsung both let you do so with their respective AI tools, okay. Das würde ich aber eigentlich, das wäre wieder was für die EU, das sollte eigentlich fast in den Digital Market Acts rein. Rein. In Ryan, ja, das ist rhymed. Das sollte fast da rein, weil
das ist auch so eine Sache, was eigentlich reguliert gehört. Weil vor allem, wenn das Zeug immer besser wird, Ja. da muss irgendwas sein, weil das kann sonst keiner mehr unterscheiden, ob das echt ist oder nicht. Man müsste sich eigentlich da auf einen Standard einigen, Genau. für die Metadaten von Dateien einen gewissen Namespace zu reservieren, wo die zu generierende Software einen Tag reinmacht, dass es mit einer AI generiert worden ist. Und sei es jetzt Text, Musik, Ja, und Video. vor allem das darf er nicht verschwinden, selbst wenn ich das Foto danach manuell nachbearbeite. Das muss Genau, es immer muss drin bleiben. quasi ein festes Wasserzeichen, als Ja. wie ein Wasserzeichen Ja. drin sein. Genau, das darf nicht rausgehen. Das muss immer sichtbar sein. Was Das ist eine KI. natürlich nicht geht, was ich gerade gesagt habe, wenn du einen Screenshot machst. Sowas wird sich gehen, weil es ist noch ein, dann geht's nicht. Richtig, Ja. das ist wieder das Nächste. Ja, das kommt dann natürlich dazu, aber trotzdem finde ich, dass diese Plattformen, die so eine Sachen erstellen, müssten da eigentlich das erfüllen. Aber dann hast du wieder das Problem, dass es das gerade bei sowas wie Stable Diffusion oder anderen offenen Generatoren wie Olama, dass es ja da keine Plattformen gibt. Das sind ja Open Source Sachen, die jeder dann Ja, implementieren kann wieder in seine App. das ist natürlich das Nächste. Da hast du auch wieder recht. Das kommt natürlich auch wieder dazu. Ja. Ich meine, gut, es könnte natürlich von Meta hart reingecodet werden, dass das quasi standardmäßig nicht rausbringst. Ja, und dann wird es ganz leicht einen Weg geben, dass man das rausbringt. Wird sicher jemand anfinden, aber ich glaube, da geht es eher darum, dass einmal die Masse an Menschen das nicht kann. Es wird da gleich sein, so wie man es, wie es dann auch recht schnell gegangen ist, dass man Stable Diffusion beigebracht hat, Not Safe for Work Bilder zu generieren. Weil vorhin, ganz am Anfang, als Stable Diffusion rausgekommen ist, waren NSFW-Filter drin. Das ist dann Genau, ja, recht das hat schnell es aus gegeben. den Modellen nachher rausgefallen, weil der war hardcoded in den Modellen drin, also im ursprünglichen Modell. Also es ist schwierig, das ist. Ja gut, hat den Stable Diffusion selber rausgeben. Wen? Es, Denn das hat im, das. im, in die ersten Models, die von Stable Diffusion Ja. rausgekommen sind, in den War es ersten drin? Models war es drinnen. Und dann haben es die nächsten, haben andere quasi weiterentwickelt Dann hat es neue und. Models gegeben und dann ist Ja. der Filter rausgefallen, natürlich. Naja, das ist okay, ja, kann ich nicht Und verhindern dann. im Model selber war das eine Zeile. Ja. Es ist zwar mühselig, ein Gigabyte-File nachher in einen Texteditor aufzumachen, aber da ist Text drin, dann hast du das bearbeiten können. Und ich glaube, du hast nachher Naja. irgendwas noch hashen müssen und dann hat es wieder gepasst. Es war nicht so schwer. Ja, ey, sagen wir so, das stimmt. Aber sagen wir so, irgendeine Lösung werden wir wahrscheinlich dafür brauchen. Ja. Weil das, glaube ich, hat Potenzial, ein richtig schöner Fuck-up sonst zu werden. Gut, du Guter bist Weg. dran. Ich bin Ah, dran. nein, du hast keine Ich Autopics. habe Ha. keine Autopics. VW hat, das habe ich gar nicht gewusst, VW hat in Amerika eine Marke, die nennt sich Scout. Das ist ein amerikanisches Auto anscheinend und die wiederbeleben es jetzt an. Ja, anscheinend kann VW ja doch Elektroautos bauen, wenn sie wollen. Na, kennen Sie nicht. Schau mal, was rauskommt. Ja, das weißt du warum, das schaut gleich aus wie das schaut sehr ähnlich zu den Rivian-Modellen aus. Ja, aber dafür ist es noch zu früh, glaube ich. Dass Nee, da aus der Rivian-Kooperation was rausgefallen ist ist. halt jetzt ein Auto, das ist komplett für den amerikanischen Ja, Markt. genau. Also das wird nie nach Europa kommen, nehme ich an. Ja. Das hat da 350 Meilen Reichweite. Warte, wie viel sind Meilen? So wenig hat es ja gar nicht. Das sind 530 Kilometer. Und dann gibt es noch einen Range Extender, der ist gas-powered, dann kommst du auf über 500 Meilen. Ein Gas-Powered Range Ja, Extender. Ja, das klingt nach natürlich. amerikanischem Markt, ja.
Ja, Canyonero. Canyonero. Was sie aber da in dem Fall, was man bei den Auto, das Innere, das Äußere gefällt mir jetzt eigentlich gar nicht so, Es ist aber hässlich, ja. was man, was richtig schön eigentlich ist, ist der Innenraum. Bin da gerade beim Video, bei dem Part, ja. Ich finde den Innenraum einmal was, ist was Schönes Neues. Ja, was ist denn neu? Es ist halt alles so mit Es ist Stoff schlicht, und es ist Leder. aufgeräumt. Ja, schlicht. Ich weiß nicht, das gefällt mir, also von innen gefällt mir das sogar mal gut. Na, mir gefällt schon einmal allein die Kombination aus Leder und Stoffbezug einmal gar nicht. Also schlicht ist für mich was anderes. Schlicht ist für mich. Na, Na. der hat. Ich weiß nicht, den finde ich sehr angenehm innen. Ich finde gut, dass er zum Beispiel vorne so einen kleinen Tisch ausziehen kannst auf der Beifahrerseite. Das finde ich mal eine coole Idee. Ein Tischchen, ein Esstischchen oder sowas. Oder fürs Notebook. Aber. Und die durchgehende erste Sitzbank, die finde ich super. Schaust du da das Pickup an oder das, Ach so, das SUV? das ist ein Pickup, glaube ich. Ja. Ah, gibt es ein SUV auch Ah, du noch? schaust dein Pickup, das SUV schaut innen anders aus, ein Das bisschen. SUV, gibt es da ein Video? Warte mal. Ja, ja, stimmt, der Pickup ist innen hässlicher. Okay. Weil da ist, da sind ja die komischen Holzplatten da so einige Warte mal, ist das das? gehämmert. Na, warte mal, ich glaube, das ist gar nicht. Nein, nein, das ist schon der. Das ist nämlich die Frage, was da anschaut, weil die sind innen ziemlich unterschiedlich. Nein, ich bin der. Na, das ist kein Pickup, was ich da. Aber Du wohl, bist beim das ist ein Traveler Pickup. SUV. Wohl, das ist ein Pickup. Okay, der Okay, Pickup. du musst aufs Traveler SUV gehen. Ja, okay, Traveler SUV. Weil der ist, der hat diese komischen Holzvertäfelungen da nicht drin, die was echt schier sind. Aber die Webseite macht mich schon nochmal ganz fertig. Da muss man ewig Ja, scrollen. die ist mal, sagen wir so, die ist mal fast der Spur zu hieb. Ja, das sehe ich aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht viel. Du musst da dann runterfahren und irgendwann kannst du noch erscheinen so Buttons, wo du auf Interieur klicken kannst. Okay. Na, gefällt mir trotzdem nicht. Okay, nein, das gefällt mir sogar einmal. Na, mir gefällt die Kombination von der Bestuhlung einmal gar nicht. Dass da mittendrin so eine Metallleiste ist, lasse ich jetzt auch nicht sonderlich bequem sein. Ich lass die Sitze generell nicht bequem sein, so viereckig wie die sind. Das ist wahrscheinlich für so viereckige Maskelbrotze gebaut, die eigentlich gar Weiß es keine nicht, Körperform mehr haben, außer ausschauen wie ein I. die Sitze schauen relativ gemütlich aus. Na, kann ich mir nicht vorstellen, dass das gemütlich ist. Ja, okay, lass mal VW mal machen. Die sollten sich eher mal auf den Kernmarkt konzentrieren, da mal ein gescheites Auto bauen. Ja, ich weiß, ich weiß auch, warum sie das wiederbelebt haben. Ja, natürlich. Mich wundert, dass die das so lange nicht benutzt haben, wenn sie es schon haben. Ja. Aber ja, so Die wollen jetzt. halt da im Cybertruck ein bisschen was entgegenbringen. Genau. Genau. Man, du hast gute Chancen, sagen wir so, weil das ist ja eher mehr komischer Kübel. Ja. Okay, ja, Man, okay. ich muss sowieso eins sagen, ich verstehe Pickups bis heute nicht. Haben wir eh schon Also, mehrfach ja, besprochen. also, okay, Also für professionell, alles außer ja. Baustelle Ich verstehe ich nicht. verstehe das Auto nicht. Ich verstehe es nicht. Ja. Also es macht null Sinn für mich. Aber okay, sagen wir so, es ist Amerika. 1:30, lieber Alexander, wollen wir die restlichen Themen jetzt noch Nein, abarbeiten oder ja, verschieben wir die? sicher. Ja, sicher machen, arbeiten wir die jetzt ab. Gut. Du musst halt jetzt Gas geben. Ich bin gleich fertig. Also ich hab zwei, drei, verdammt. Aber die sind kurz. Du hast drei Gadget-Picks. Ein Gadget-Pick, ein Ach Spaß-Pick und ein so. Lese-Pick. Aber jetzt. Gut, wir sind da wirklich schnell fertig, weil da gibt es nicht mehr viel zu erzählen. Ja, ich habe ein Gadget-Pick und das kommt von ausnahmsweise mal von einem der Bösen, nämlich einem dieser bösen, komischen Stromkonzerne.
Vattenfall macht aus ausgemusterten oder macht aus, das ist jetzt einmal ein kann man es machen und ist es möglich? Vattenfall hat aus einer ausgemusterten Windturbine ein Tiny House gebaut. Ich finde es cool umgesetzt. Und schön gemacht. Boah, da glaube ich, da sind ein paar jetzt gerade, die haben sich jetzt überprüft, ob die Bergkristalle sie noch heilen können. Weil? Au, wow, wenn die sich vorstellen müssten, sie müssten in einer Windturbine drin schlafen, ich glaube, da würden ein paar, da würde Chakra durch die Decke schießen. Chakra durch die Decke schießen. Eigentlich war das ein super Sendungstitel für heute, aber ich will nicht nochmal ein Foto, nochmal ein Bild generieren lassen. Ja, aber da würden, glaube ich, ein paar, da war es aus. Da schießt das Chakra durch die Decke, ja. Okay. Na, die Idee. Weißt du warum? Ich hör dann schon, wegen dem Ding da, wegen dein Tiny House sterben Vögel, weil die krochen genau da rein. Genau, oh mein Gott, hör auf, ja. Okay. Ja, ich finde die Idee an sich ganz gut. Erstens, dass die Turbinen sind riesig, die da auf den Windrädern drauf aufgebaut sind. Und allen Unkenrufen zum Trotz wird Windenergie eins der Kernelemente der Stromgewinnung in Zukunft sein. Und das wird bedeuten, dass Windräder demontiert werden, neue Windräder aufgestellt werden. Und es ist sicher nicht blöd, sowas zwei zu verwerten. Und da bietet sich sowas wie ein Tiny House an, weil es sind ein paar Quadratmeter. Und sowas kann man irgendwo in einem Nationalpark, irgendwo in einer Feriencampanlage, irgendwo am Campingplatz oder wo auch immer aufstellen und vermieten. Das Gehäuse ist schon da, man muss es dann nur wohnlich machen. Fertig. Idee? Gut. Ausführung? Da? Auch gut. Und ich finde das Konzept, ich persönlich finde das Konzept Tiny House cool. Also privat drin leben, na, aber. Warum haben wir das jetzt genau? Ich finde das ein cooles Konzept, na, aber nicht für mich. Ich finde das Konzept cool. Für einen Urlaub. Für einen Urlaub ist das sowas Hammer. Das ist dein kleines. Das ist deine kleine Ferienwohnung. Punkt. Sowas finde ich Hammer. Super. Wie soll ich mit vier Kindern... mit vier Kindern, ja genau. Hast du zwei dazu gekriegt jetzt noch seit letztem Mal? Nicht, dass ich wüsste. Aber man also weiß kannst ja nur zwei, du kannst nur zwei adoptieren. Nein, aber wie ich könnte mit zu viert geht nicht in einem Tiny House über wohnen, aber Urlaub geht. Und da finde ich das... Mit vier Leute in einem Tiny House Urlaub machen. Konzeption, ja super, es gibt Menschen, die fahren im Wohnwagen zu viert Urlaub. Das geht auch. Oder zu fünft oder zu sechst. Sicher funktioniert's. Also ich mach, du sagst jetzt, du gibst das Ding bei die, du gibst die Kinder bei die Großeltern. Ob na, sicher nicht. Na, und von dem her finde ich das cool. Drin wohnen zu viert 365 Tage im Jahr geht nicht. Das ist nicht möglich. Nee, da geht man sich zu schnell auf die Nerven. Nicht nur Kinder, die Kinder unter sich, sondern auch Mama und Papa unter sich, Mama und Papa und gegen die Kinder, das ist keine gute Idee. Aber ja, okay. So als Zweitverwertung für die Ferienhaus, Ferienwohnung ist das super, also cool. Mhm. Dann haben wir Microsoft refreshed sein Wireless Headphone, das ist für die Xbox und für den PC, man kann schon Mac verwenden. Ich habe mir das Ding sogar mal bestellt, weil ich mal wissen wollte, wie gut das ist. Mhm. Ich habe es dann wieder zurückgeschickt, weil es einfach der Sound so mittelmäßig war. Was kostet denn der Spaß? Das ist relativ günstig, das kostet 110 Euro. Okay, das ist günstig. Und das Mikrofon ist, dabei, ja. Genau. Das Mikrofon ist sogar gut, nur die Audioqualität war beim Vorgängermodell nicht gut. Okay. Also es war wirklich. Ja, du hast halt das Bluetooth-Problem immer ein bisschen. Mhm. Aber das Ding kriegt jetzt Dolby Atmos. Ja, aber wie gesagt, die Mikrofon-Audioqualität ist halt immer bescheiden.
das, ich habe das jetzt selber gemerkt. Ich merke das bei meinen Sony, bei den WH3000MX oder 4000MX. Super Kopfhörer, ist Mikrofon theoretisch super. Wenn es per Kabel nutzt, super. Über Bluetooth, ja, ja, gut, das Arsch. Das ist klar. Das selbe Problem hast du mit den AirPods über Bluetooth. Tonqualität des Mikrofons, Arsch. Und das verstehe ich nicht. Bandbreite ist da. Ja, aber ich glaube, da kommt dann so viel zusammen. Das ist einfach in Summe echt mühsam. Ja, da kommen also, nachher noch die ganzen Low-Latency-Sachen rein, weil du willst ja absolut keine Verzögerung drin haben und das geht dann zu Kosten der Bitrate. Ja. Ja, genau, ja. Und das, also mir ist klar, das ist nie so auf einem Kabel gebunden, das kann es nicht rankommen. Nein, nicht. Das ist leider... Das ist Audio vielleicht, beim Audio wärst du schon relativ nah hinkommen, das geht ja noch. Aber wie gesagt, also bei die Sony und auch bei den AirPods ist Mikrofon, wenn ich da mit einem Call oder sowas war oder ich selber aufgenommen habe, es hat sich angehört wie ein Telefongespräch. Immer. Mehr wird es auch nicht werden. Ja, mehr kriegst du aus einem AirPod nicht raus. Ja, aber das Mikrofon theoretisch ginge und auch beim Sony. Ja, ja, klar, das Mikrofon ginge, nur das ist einfach technisch nicht machbar mit den Dingen. Ja, offensichtlich, ja. Okay. Also da scheit man dran. Ja, das, also das. Schaust du das auch nochmal an, oder? Das Nachfolgemodell jetzt? Ich weiß es nicht. Also jetzt brauche ich es nicht mehr. Ah, okay. Vielleicht, ich meine, ich würde es halt, wenn man das, also ich kann jedem empfehlen, wenn es jemand einmal kaufen sollte aus Interesse, kauft es wirklich online, weil dann kannst du es hintergeben. Ja. Weil beim letzten war die Audioqualität wirklich schlecht. Mhm. Sonst war alles super, war gemütlich, ist fein zum Aufsetzen, aber Audioqualität war. Okay. Das nächste geht auch schnell, und zwar da gibt es von der Future Sounds eine kleine Liste mit Tipps und Tricks, wie man seine Google Chrome-Leiste effizienter nutzen kann. Mhm. Weil du kannst zum Beispiel @Gemini hinschreiben und dann kannst du direkt mit Gemini reden. Mhm. Du kannst ja mit @History und @Tabs kannst quasi das auch direkt ansteuern. Das war sie, also Tabs und History war sie, @Gemini ist man neu. Ja, das ist wahrscheinlich ja relativ neu. Okay. Du kannst ja deine Favoriten durchsuchen. Mhm. Du kannst ja eine Mail direkt schreiben da drin. Mhm. Ja, mach das Mailprogramm auf. Ist verlinkt, das systemweit verlinkt. Das war's, ja, ja. Man gibt einfach, ja, habe ich auch nicht gewusst. Mhm. Und du kannst ja direkt ein neues Google Doc erstellen. Ah, okay, okay. Ja, also so, du kannst ja direkt Notizen machen da drin. Mhm. Okay, hilfreich für alle, die Chrome verwenden. Können Sie sich einmal anschauen. Du kannst einen Timer erstellen. Ja. Ja, das geht dann über Google, also über die Google-Suche. Genau, ja. Du warst ja. Taschenrechner war es ja, ja. Also ja, Wetter kannst du auch anzeigen. Mhm. Einheiten, Umrechnungen, das war ja, das funktioniert. Ja. Ja, also da gehen ja einige Dinge. Mhm. Gut, das war's. Das war's. Ja. Ne, du hast noch. Ja, ja, du hast ja noch ein Thema. Also, ja, das ist ein. Zwar. Eins, ich mach dir jetzt gleich nach der Reihe. Das erste ist einmal ein Spaßpick, gell? Ich find's witzig. Das geht ganz kurz. Ein VW-Manager hat man aus China ausgewiesen wegen Kokain-Konsums. Gut, da steht aber laut Bild, gell? China bestätigt. Ah, okay. Okay, ja, passt, stimmt. Wegen Drogenkonsums. Okay. Gut. Ich finde ja Spaß. Kann passieren. Ja, bei den Autos wundert mich eh nichts mehr. Und dann habe ich noch einen kurzen Pick. Das ist jetzt ein Lesepick. Auf Science.ofat haben sie eine kurze Retrospektive auf den Rubik-Würfel. Der ist nämlich jetzt 50 Jahre alt. Ah, okay. Ich kann es immer noch nicht. Der ist leid, blöd gesagt, der ist leid 10 Jahre älter als mir, der Würfel. Ja, danke. Aber wir können zumindest sagen, wir sein, also was wir nicht sagen können, wir seien nicht älter als der Rubik's Cube. Oh, was für ein Trost. Danke, Alexander.
bitte. Auf einen Tiefschlag, dann ja, kommt nachher das, mei, du Armer, oh, put, 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 ja, put. Aber es ist so, wir können beide sagen, wir sind älter als Google. Ja. Wieso brechen wir nicht gleich ab, oder? Soll ich jetzt in Tränen ausbrechen, live während der Sendung? Hör auf! Frag Jaime nein, ob was tun soll. Okay, und dann hat der Alexander noch ein kurzes Thema. Ja, ich beende es mit was Deprimierendem. Ne? Ja, danke, du hast ja eh schon angefangen mit dem Alter. ja, wenn richtig. Also, trying to reverse climate change won't save us, scientists warn. Also, es ist so, ich habe es gelesen, ich spoilere es jetzt nicht, es ist eine scheiß Idee, das zu versuchen. Ja, wie was versuchen? Ja, mit CO2 aus der Atmosphäre saugen und den ganzen. Also, das heißt, du sagst jetzt, wir tun jetzt nichts und wir lösen später. Genau. Das ist eine scheiß Idee. Ja, umkehren können wir es ja ohnehin nicht mehr. Genau, also wir können jetzt nur schauen, dass es auf lange Sicht hin nicht noch schlimmer wird. Es wird schlimmer. Ja, und es wird schlimmer, weil auf lange Sicht hin nichts unternommen wird. Ganz einfach. Ja, aber wenn wir jetzt stoppen, es wird ja trotzdem noch schlimmer werden. Ja, aber wenn wir jetzt von heute auf morgen auf null gehen, geht es einmal 20 Jahre so weiter. Ja, es wird schlimmer. Es wird schlimmer. Wird 20 Jahre so weitergehen. Und dann bessert sich's. Das ist eben die Sache. Das ist nichts, was von heute auf morgen eben sich ändert. Wenn die Menschheit und alles, was CO2 produziert, aus menschengemachten Dingen, von heute auf morgen von der Erde mit einem Schnipp verschwunden wäre, würde das Klima trotzdem sich die nächsten 10 bis 20, 25 Jahre weiter verschlimmern und erst dann wird Besserung einkehren. Dann wird sich langsam wieder anfangen einzupendeln. Aber, tja, jetzt beim Schnipp hätten wir eigentlich sofort die Sendung abbrechen müssen. Beim Schnipp? Ja, haben wir verpasst. Haben wir verpasst. Und jetzt habe ich es angekündigt, jetzt kann ich es machen auch nicht mehr. Die Sendung ist fertig, also das war's. Wir sehen uns wieder in einer Woche. In einer Woche. Wir wünschen euch bis dahin gute Unterhaltung und bei allem, was ihr macht. Und einen viel zu heißen Herbst. Genau. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Gut, ciao. Gut. Gut.